Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic. Hallo. Ich hätte einfach fast Dominik gesagt, aber ich fand, du siehst einfach auch nicht aus wie ein Dominik. Okay. Ich nehme das als Kompliment. Und dem Luca Fontana. Hallo. Und Samuel Buchmann. Hoi zusammen. Man weiß ja nie. Genau, Folge 140. Heute sind wir unter Strom und heute reden wir über Strom, und zwar über den Stromverbrauch. Jetzt gerade so mit Fokus, wenn wir alle immer jetzt mehr im Homeoffice hocken, mehr zumindest immer noch. Dann gibt es News an der AI-Front, und zwar ChatGPT-4 ist veröffentlicht worden, wir haben es ein bisschen ausprobiert. Google hat ebenfalls neue Sachen vorgestellt im AI-Bereich, und dann reden wir noch schön über die Silicon Valley Bank. Dort ist doch auch einiges passiert, wo 3/4 von uns vermutlich nicht verstehen, aber Samuel, der weiß es. Was sehen wir denn? Er hat gelobt, es so zu erklären, dass auch ich daraus komme. Weil du gesagt hast, du kommst nicht raus. Wow. Ja, der Luca ist ein Benchmark, dass auch ihr was zulassen, ob ihr daraus kommt. Und genau. Der Luca, der ist ein Repräsentant für. Nein, probier mein Bestes. Genau, apropos Luca, du hast ja Dungeons & Dragons Honor Among Thieves gesehen, da bin ich sehr gespannt. Mhm. Und dann habe ich dort noch ein kleines Oscar, das Oscar-Voting vorbereitet. Und in den Spielecken haben wir Dead Cells Castlevania und der Domi hat auch noch ein kleines Game gefunden. Und dann am Schluss natürlich noch die letzte, The Last of Us Folge. Ja, also, komm, dann fangen wir an mit Strom. Und genau, du, Samuel, hast ja die grosse Story gemacht, wo ja sehr viel diskutiert worden ist über Stromverbrauch von Gaming-PCs und so. Und wir haben dann ja selber alle bei uns ein gemessen, weil ja, außer der Luca, wir anderen haben ja so einen Smart-Plug, ja, wo man das messen kann. Und ja, komm, sag du vielleicht mal zuerst, Samuel, was hast du überhaupt herausgefunden in deiner Story über Stromverbrauch? Ich habe ganz viel gemessen, verschiedene Computer habe ich gemessen, also ich habe irgendwie einen High-End-Gaming-PC gemessen, dann so ein Budget-Gaming-PC, ein NUC, ein Laptop und dann noch zwei Apple-Geräte, also ein Laptop auch von Apple und ein Mac Mini. Und grundsätzlich kann man sagen, was natürlich niemand oft überraschen darf, ein leistungsfähigerer PC braucht mehr Leistung, also braucht mehr Strom. Was? Schockierend, oder? Total schockierend. aber vor allem erstaunlich ist halt auch, wie viel mehr dass die Geräte auch brauchen, einfach im Leerlauf oder wenn du irgendetwas ganz leichte Last hast, also zum Beispiel ein YouTube-Video schaust oder vielleicht das Word offen hast, ein Teams-Call, irgendwie so. Auch dann braucht halt ein stärkerer PC deutlich mehr Energie. Und der extremste Unterschied, den ich so gefunden habe, ist logischerweise zwischen dem High-End-Gaming-PC, der braucht am meisten Saft, und dem Mac Mini mit dem M2-Chip, der braucht am wenigsten. Und zwar braucht er 20 Mal weniger. Also der grosse PC braucht 20 Mal so viel Strom wie der Mac Mini, wenn du jetzt irgendwie etwas machst, das nicht viel Leistung braucht. Und das tönt noch relativ viel. Wir kommen dann nachher drauf, ob das jetzt wirklich wichtig ist oder nicht. Denn wenn du irgendetwas machst, das Leistung braucht, also wenn du zum Beispiel games oder irgendwie, ich weiß auch nicht, das Bild bearbeitest oder sonst etwas machst, das viel Prozessorleistung braucht, dann kommt es eigentlich nicht so darauf an, solange du ein Windows-Gerät hast. Dort ist es einfach so, je mehr Leistung dass du abrufst, desto mehr Strom brauchst. Und das ist eigentlich ziemlich proportional. Also wenn du einen stärkeren PC hast, dann braucht er einfach entsprechend mehr Strom als der schwächere, macht aber vielleicht deine Arbeit auch schneller als der schlechtere PC. Das gleicht sich also etwa aus. Bei Apple ist es noch ein bisschen spezieller, weil die da die ARM-Chips haben mittlerweile. Die sind tatsächlich massiv effizienter. Also die brauchen für die gleiche Leistung deutlich, deutlich weniger Energie. Das ist so ein Faktor von 3-4. Also 3-4 Mal weniger Strom oder 3-4 Mal effizienter sind die Chips. Das ist schon recht erstaunlich. Und da also bin für ich die gleiche Arbeit, die ja, du jetzt genau mit einem Windows-Gerät machen würdest. Ja. Genau. Also wenn du zum Beispiel ein Video exportierst, oder, dann wirst du mit einem M2 Mac Mini etwa 4 Mal oder ein Viertel Strom brauchen von dem, was dein High-End-Gaming-PC braucht, um das gleiche Video zu exportieren. Das ist noch relativ krass. Und das in der gleichen Zeit auch, oder? Also heisst es auch, also mit der gleichen, wie du vorher gesagt hast, ein schnellerer PC macht deine Arbeit ja auch schneller, während wir mehr... Nein, also wenn du wirklich Äpfel mit Äpfel ist in dem Moment eine blöde Analogie. Ja, wenn du halt das Gleiche mit dem Gleichen vergleichst, dann müsstest du eigentlich sagen, okay, du vergleichst den Mac, wo das irgendwie in 5 Minuten macht, mit einem Windows-PC, wo das auch in 5 Minuten macht. Ja. Oder dann ist es gleich schnell.
Genau. Dann hat er genau die gleiche Leistung, die er eigentlich liefert. Und mit der gleichen Leistung braucht der Mac ein Viertel von der Energie, also ein Viertel vom Strom. Ah, okay, immer noch. So. Da muss ich auch übrigens aufpassen, es hat auch ein paar Kommentare gegeben, von wegen, was ist jetzt Watt und Wattstunden und was ist Leistung und was ist Strom und was ist Energie und so weiter. Also ich bin leider kein Elektrotechniker, ich werde ganz sicher mich ab und zu falsch ausdrücken. Ich glaube, so umgangssprachlich wissen wir einfach, wenn ich von einem Stromverbraucher rede, dann heisst das einfach, mein Gerät nimmt sich aus dem Netz so und so viel Energie in Wattstunden am Schluss und wandelt die halt um in Leistung oder in Wärme oder was auch immer. Verbraucht der Strom ja in dem Sinn nicht. Das hat auch jemand geschrieben, das stimmt natürlich. Strom wird nur umgewandelt, meistens in Wärme, wenn es ineffizient ist. Und das bringt natürlich nicht so viel, außer vielleicht im Winter kannst du damit heizen. Genau. Also das sind mal so die Unterschiede. Und die tönen jetzt relativ dramatisch, oder so Faktor 20, Faktor 4 mal effizienter und so Sachen. Jetzt muss man das ein bisschen in Relation setzen. Also wenn du das nachher wirklich anschaust, wie viel Geld kostet dich das jetzt im Jahr, dann ist es gar nicht so viel. Also wenn du einen kleineren Computer hast oder einen Laptop und jetzt mit dem im Homeoffice schaffst, dann ist das völlig vernachlässigbar. Also da reden wir von 30 Franken im Jahr oder irgendwie so etwas. Wenn du wirklich Hunderte und Tausende von Stunden das Laptop zum Beispiel brauchst oder einen Mac Mini brauchst, also da kannst du wirklich sagen, es kommt einfach nicht drauf an. Und selbst aber, mit der... Ja? Aber weißt du, gerade jetzt, also in dem Winter, es ist ja dann doch nicht so der Energieknappheit gekommen, aber wo man ja von dem geredet hat, dort eben in Bezug auf einfach Energieverbrauch, ist es vermutlich ja gleich relevant. Klar, man sagt dort schon, der Haushalt und so sind ein kleinerer Verbraucher als jetzt halt die ganze Industrie, aber man hätte dort schon irgendwie anderen angeraten, man sollte überall sparen und so. Darum nehme ich an, wenn, ich meine, die vierfache Menge, oder? Wenn dann irgendwie die Mehrheit in der Schweiz, die mit Windows-PCs arbeitet und die einfach irgendwie Energieschleuder sind, dann kann man vielleicht schon etwas einsparen, auch wenn jetzt nicht in den Kosten, oder? Ja, nicht in den Kosten, also du hast schon recht. Natürlich, wenn du Energie kannst sparen, ist ja immer gut. Mhm. Und natürlich, wenn das alle machen, dann kommt etwas zusammen am Schluss. Aber ich sage jetzt einfach mal, in der Relation zu anderen Verbrauchern ist es doch ein sehr kleiner Posten. Also wir reden hier, wenn man, also ich habe das ausgerechnet mit so einem Szenario, wenn ihr das genaue Szenario und die Rechnung wissen wollt, dann könnt ihr meinen Artikel lesen auf digitec.ch. Aber wenn ich jetzt mit dem Szenario 2200 Stunden arbeite im Jahr, das ist so eine Vollzeitarbeitsstelle, wenn du 10 Stunden am Tag den PC am Laufen hast. So, jetzt machst du das ganze Jahr. Dann würde ich mit dem, mit dem grössten PC bräuchte ich dann irgendwie knapp 260 Kilowattstunden. So, was heisst das? Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt in einer Wohnung, also in einem Mehrfamilienhaus, braucht etwa 2700 Kilowattstunden. Also ungefähr 10-mal so viel, wie ich jetzt bräuchte, wenn ich das Gerät im Homeoffice laufen lasse. Und da reden wir eben wirklich von einem High-End-Gaming-PC, also mit einem neuen i9 und mit einer RTX 3080 Grafikkarte. Also es ist schon recht ein Worst-Case, oder? Und eben, wenn man das jetzt wirklich in Relation setzt zum restlichen Stromverbrauch, ist das nicht so viel. Wo es ein bisschen mehr wird, ist, wenn du anfängst zu gamen. Dort saufen die Geräte dann doch nochmal ein bisschen mehr Strom. Also während dem so einen High-End-PC beim Office, der braucht er, glaube ich, jetzt muss ich schnell nachschauen, ja, etwa 100 Watt, ein bisschen mehr, wenn du so eine leichte Arbeit machst. Und wenn du dann anfängst zu gamen und hast halt wirklich eine starke Grafikkarte drin und einen krassen Prozessor, dann zieht er dann schon 500 Watt. Und das ist dann schon relativ viel. Und wenn du wirklich so ein Profi-Gamer bist oder so und du spielst halt, ich habe es ausgerechnet mit 30 Stunden in der Woche, das ist sehr viel, kommen wir nachher noch drauf. Also wenn du jetzt so viel spielst, dann kommt es ein bisschen auf höhere Werte, das muss ich auch schnell nachschauen, Entschuldigung. Also dann kostet es dir am Schluss im Jahr etwa 230 Franken und das sind etwa 800 Kilowattstunden. Ich rechne da übrigens immer mit Schweizer Medianpreis, also der durchschnittliche Preis, wo so der Schweizer zahlt für seinen Strom. Und da gibt es natürlich grosse Unterschiede. Also ich rechne mit 27 Rappen, aber es gibt schon auch Gemeinden und so weiter, wo es dann deutlich teurer wird. Wenn du zum Beispiel in Mülheim im Thurgau wohnst, das ist in der Nähe, dort, wo ich aufgewachsen bin, dann kostet der Strom zum Beispiel 50 Rappen pro Kilowattstunde und nicht 27. Boah. Also was ist das Doppelte? Und dann irgendwann kommst du dann schon mal so an in Grössenordnungen, in Dimensionen,
wo du sagen kannst, das merkst du vielleicht am Ende des Jahres, also wenn du jetzt wirklich viel spielst und in einer teuren Gemeinde wohnst, dann kann es schon sein, dass dich das so pro Jahr vielleicht 500 Franken kostet im Extremfall. Oder? Für 30 Stunden pro Woche, hast du gesagt, ungefähr. Genau, eben, das ist wirklich ein Extremszenario, muss man sagen. Und ich komme dann nachher noch darauf, auch selbst mit einem höheren Energiepreis. Und wenn es dann noch mehr wird steigen, sagen wir auf einen Franken oder so etwas, und du zahlst jetzt 1'000 Franken im Jahr fürs Gaming, selbst dann ist Gaming noch ein super billiges Hobby. Also es ist mein Fazit ist am Schluss recht beruhigend. Ja. Vor allem also, ist einfach der Strom die geringste Kosten ja, beim Gaming. Ja, eben, der PC eben. Und Konsole. Aber habe ich das richtig verstanden? Also das Learning, das ich den Artikel gelesen habe, für mich, wo ich ein bisschen gezogen habe, ist, wenn ich jetzt aufs Homeoffice bezogen, ob ich jetzt einen High-End-PC habe oder einen Mid-Range-Entry-Laptop, keine Ahnung was, um meine Homeoffice-Arbeit zu machen, am Ende des Jahres, du kannst schon messen, doch, der High-End-PC zieht mehr Energie, deutlich mehr Energie, aber am Ende des Jahres, wenn du es aufs Portemonnaie ausrechnest, ist der Unterschied gar nicht mal so gross beim Homeoffice. Genau. Und also in dem Gaming, Szenario, das ich ausgerechnet habe, ist es etwa 60 Franken Unterschied. Voilà, oder 60 Franken, also wie so, oh nein, eigentlich kann ich bei meinem nächsten Lohngespräch Taktik gehen und sagen, hey, ich mache so viel Homeoffice daheim und muss den ganzen Strom zahlen und du machst es mir jetzt eigentlich alles zunichte. Das war bei mir auch ein bisschen enttäuscht, das habe ich nicht gedacht. Aber das, gut, aber du vergisst nicht die Kaffeekosten, Luca, weißt du, die exponentiell gestiegen sind, oder? Und beim Gaming hingegen ist der Unterschied, also ob, ja gut, beim Gaming, was soll ich sagen, ob ich Gaming im Büro oder Gaming daheim. Ja, nein, beim Gaming ist es natürlich so, auch dort ist es schon so, der Unterschied ist ja gross, ob du jetzt an einem Laptop games in voller Leistung oder an einem High-End-PC. Mhm. Natürlich braucht der grosse PC mehr Strom, aber entsprechend hast du halt auch mehr FPS. Also dort ist es wirklich so, du brauchst mehr Energie, aber du kommst auch entsprechend mehr über dafür. Jetzt auch da wieder, die Ausnahme wäre, wenn jetzt du an einem Apple, an einem Mac würdest spielen, dort ist auch Grafikkarte ist auch etwa dreimal effizienter. Das heisst, du bräuchtest wirklich für die gleichen Frames, aber dort ist ganz schwierig zum Vergleichen, weil man hat wenig Benchmark-Games, die du überhaupt kannst laufen lassen und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, in der Tendenz bräuchtest du dort massiv weniger Strom für die gleiche Leistung, aber es ist völlig müßig, weil auf Mac kannst du einfach nicht gamen. Das heisst, also beim Gaming ist es einfach so, wenn du mehr FPS willst, wenn du eine höhere Qualität willst, bessere Auflösung, mehr Details und so weiter, dann kommst du ja einfach nicht drum herum, um dir einen starken PC zu kaufen. Du hast gar keine Alternative. Das heisst, du kannst dir eigentlich auch gar keine Gedanken machen, ob das jetzt mehr Strom braucht oder nicht. Und wenn du nachher gleichzeitig an dem PC noch schaffst, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass jetzt nur, weil du einen starken Gaming-PC hast und du dann im Homeoffice schaffst, dass du wegen dem verarmst oder ich weiß auch nicht. Jetzt, das passiert nicht. Wäre eine sinnvolle Rechnung oder eine Metrik zum Vergleichen, irgendwie Franken pro Frame oder so etwas, wo du zahlst im Strom sozusagen? Es ist immer noch so wenig, oder? Ja. Aber könntest du schon, oder? Aber ja, oder? Also es ist extrem wenig. Ich habe so Rechnungen gemacht, also im Prinzip einfach von... Ja, also bei einem Benchmark habe ich es gemacht. Oder wie viele Frames pro Sekunde in einem gewissen Benchmark, Shadow of the Tomb Raider, das ist halt das, was auf Mac und auf Windows läuft, wie viele Frames pro Sekunde komme ich im Schnitt über, wenn ich einen Benchmark laufen lasse und dann das pro Wattstunde von Energie, die ich verbraucht habe. Und also konkret bei den Windows-Geräten, bei den Gaming-PC komme ich da 6 FPS über pro Wattstunde und bei den Apple-Geräten sind es 15 FPS pro Wattstunde. So. Ja. Der Laptop ist auch sehr schlecht, aber dort ist es so ein bisschen ein Bottleneck, weil der kommt irgendwie auf 10 FPS, das kannst du gar nicht. Kannst du eh nicht ernst nehmen. Ja. Uns haben im Fall schon diverse Leute mal gemeldet und so, die eben geschrieben haben, sie sind schon auf Mac am Game, es geht recht easy und so. Aber haben natürlich meistens sehr spezifische Games gehabt oder einfach wenige Games, so habe ich den Eindruck bekommen. Aber, Ich mache es selber manchmal auch. Also ganz ehrlich, ich habe eben eine Kiste und manchmal habe ich halt keine Lust, um dort noch irgendwie das Zeug installieren und so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, vor 2 Wochen habe ich mal Diablo 3, ist so eine neue Season gekommen und die habe ich gespielt und die habe ich auf dem Mac gespielt, auf dem grossen MacBook Pro. Das läuft tiptop und das geht gut. Also wenn das Game optimiert ist, oder ich glaube auch World of Warcraft zum Beispiel, läuft nativ auf Apple Silicon. Das läuft super, da hast du tiptop Framerates, brauchst weniger Energie und so. Aber die aktuellen AAA-Titel und so, eben, das gibt es halt einfach praktisch nicht. Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass Apple im Moment, weil eigentlich, wenn du so hörst, das ist ja, also von den Zahlen, der Prozessor von Apple müsste eigentlich
in meinem Kopf, in meiner beschränkten Theorie, ein Traum sein, oder? Huere effizient und trotzdem leistungsfähig. Warum tut man nicht Games besser für Apple portieren oder entwickeln? Also ich glaube, es ist für die Entwickler wahnsinnig aufwendig, um das portieren auf ihre, wie heißt das so, API, also auf die Grafiksysteme. Und Apple forciert es, glaube ich, auch nicht mutmaßlich, sage ich jetzt mal, weil der Apple-Kund, die Apple-Kundin, ist eher nicht so die Gamer-Fraktion. Und ich glaube, sie haben nicht die Hoffnung, dass sie jetzt, wenn es jetzt mehr Games auf Mac gäbe, dass dann wirklich viel mehr Geräte würden verkaufen. Also ich glaube, für sie ist es einfach so, es lohnt sich nicht. Und sie haben im mobilen Bereich, oder auf dem Handy, dort zapfen sie natürlich den ganzen Gaming-Bereich an. Mit den 30%, die sie sich nehmen aus dem App Store. Und der selbe Markt ist eigentlich massiv grösser. Darum, ich glaube, für sie lohnt sich es schlichtweg nicht. Also okay. Ich glaube auch, genau, für den Entwickler lohnt sich es nicht, weil ein geringer Teil von den Leuten, der dort ist, und dann hast du irgendwie Konsolen, die gleiche Plattform mehr oder weniger haben wie PC, oder? Das ist einfach einfacher zum Portieren. Genau. Aber das ist schade. Also, mich nimmt es jetzt einfach ein bisschen wunder, wir haben ja gemessen, also Phil zum Beispiel, du hast noch einen stärkeren PC als der, was ich jetzt getestet habe. Du hast zum Beispiel die RTX 4090, glaube ich, drin. Genau. Was zieht denn dein PC so, wenn du gamest? Ist das nochmal mehr? Genau. Aber erstens, ich muss mal kurz eine Warnung geben. Mir kommt, glaube ich, in 10 Minuten kommt bei mir eine Erdenlieferung, wo ich dann kurz muss, wenn wir vielleicht kurz ein Päuschen machen. Seltene Erde, oder was? Genau. Seltene Erde, genau. Seltene Erde, wo noch ein Kind könnte gehen, nach Diamanten graben und so. noch Smartphone-Teile. Nein, für unsere Hochbeet kommt der Kompost kommt heute. Oh, ja. Und ich muss die Blachen anlegen. Drum, genau. Aber... Genau, ich habe das gemessen. Ich habe auch einen Smart Plug, den ich da eingesteckt habe. Und ich habe einen. Jetzt habe ich zum Beispiel alles dran. Also auch irgendwie das Mischpult und die Boxen und den Fernseher und das Licht und den PC. Und genau, der zieht. Also ich meine, ich kann es gerade jetzt schauen. Jetzt zum Beispiel, was zeigt es mir an? Ich habe den, wie heisst der? Den gleichen, den du hast, Tommy. Der Wi-Fi, also vom Maestro. Ja. Ja, genau. Der zeigt so nicht so wie live. Das Gefühl ist immer ein bisschen verzögert. Ja, aber jetzt zum Beispiel 360 Watt zeigt es mir jetzt an. Das ist noch relativ viel, für das, was du jetzt in einem Game bist. Ja. Ja. Ich habe halt noch keine Ahnung, wie viel das Ringlight noch zieht. Was habe ich jetzt da gehabt? Hey, im Fall im Idle-Ding ist es noch schwierig gewesen. Dort habe ich zum Teil 270 Watt gehabt, wenn er schon ein bisschen läuft, oder? Weil die Fenster getroffen sind, dann zieht er 270 Watt. Wenn ich gerade neu starte dann nur der PC oder, angehängt, dann ist es nur noch so 130 bis maximal 190 Watt. Und beim Spielen? Wenn ich zocke, dann habe ich etwa 530 Watt, nur der PC. Okay, ja, das ist eigentlich etwa ähnlich viel wie der, den ich hatte. Also der hat, glaube ich, auch 540 Watt sogar gezogen. Finde ich eigentlich noch erstaunlich. Also wahrscheinlich ist die 4090er. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein Spiel, wo sie noch mehr auslasten können, dann müsste die Karte eigentlich theoretisch noch mehr ziehen. Das gibt es sicher noch. Ich habe jetzt das Hogwarts Legacy, weil es mir einfach gerade als erstes in den Sinn gekommen ist, weil das Amix. Aber ich bin dann zum Beispiel nicht in Hogwarts gewesen. Dort läuft es, glaube ich, am geschissenigsten. Aber ich weiß gar nicht, ob es dann am meisten Leistung zieht. Ich war eben gerade in so einem Dungeon und ich habe gerade nicht raus können. Darum. Aber es ist noch beruhigend. Nicht Peak. Das ist noch beruhigend. Also, dass immerhin. Das ist nicht mehr wert, sage ich jetzt mal. Oder mindestens noch nicht, oder nicht, wenn du auf nicht der höchsten Einstellung oder im schlimmsten Fall gerade spielst. Und ich meine, ich habe auch extra... Ja? Ich habe das nämlich noch geschaut beim Aufrüsten wegen dem Netzteil. Ich habe, glaube ich, nämlich nur ein... Habe ich jetzt ein 7... Nein, ich glaube, ein 850er habe ich. Und das langt immer noch locker. Also, Das wäre ja nur im absoluten Notfall, dass man wirklich 850 bräuchte, oder? Wie ist denn bei den Konsolen? Dort hast du ja gemessen, Tommy. Sind die ein bisschen sparsamer? Genau, die sind tatsächlich viel sparsamer. Also ich habe gemessen Xbox Series X, PS5 und Switch. Und so grundsätzlich kann man sagen, dass PS5 am meisten verbraucht beim Gamen. Die ist nämlich so generell über 200 Watt. Es hat Spiele gegeben, die ich getestet habe, die es ein bisschen mehr ausgereizt haben.
Ja, zum Beispiel bei Resident Evil 4 Demo, wo ja letzte Woche rausgekommen ist, da habe ich es bis auf 238 Watt gebracht und das ist so das Maximum. Wobei, nein, genau. Ich habe dann noch gemessen, Gran Turismo 7 habe ich gemessen. Einer ist im normalen Modus und einer ist im VR-Modus, um zu schauen, ob der VR-Modus mehr verbraucht, weil dort tust du ja noch das Headset anschliessen, wo er auch noch ein bisschen Strom verbraucht. Und dort habe ich es bis auf 240 gebracht. Und das ist so, eben generell kann man sagen, PS5 ist über 200 Watt, Xbox Series X ist generell unter 200 Watt, auch wenn die gleichen Spiele laufen. Also eben bei Resident Evil 4 Demo habe ich bei Xbox Series X maximal 201 Watt bekommen. Und normalerweise ist es irgendwo um die 180 rum gewesen. Also die verbraucht schon deutlich weniger als die PS5, etwa 15% weniger. Ja, und aber auch wieder auf einem relativ tiefen Niveau, muss man jetzt ja, sagen. Ja, genau. Jetzt, also eben, ja, ja. Sowieso tiefer als Gaming-PCs. Es ist alles auf einem relativ tiefen Niveau. Was aber erstaunlich ist, die Xbox verbraucht unglaublich viel Strom im Standby-Modus. Das ist mir eigentlich auch schon vorher aufgefallen. Diese Woche aber erst, als ich ein bisschen Staub gewischt habe bei meinem TV-Setup, und habe ich so gespürt, hey, die Xbox ist hure warm. Und dann habe ich geschaut, sie macht eigentlich gar nichts. Das war kein Update, das runtergeladen wurde und nichts. Es war einfach hure warm. Dann hat es mich interessiert, wie viel verbraucht die tatsächlich im Standby. Und das ist ein bisschen unter 30 Watt, ohne dass irgendetwas passiert, also konstant. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit, 7. Genau. Und ich habe es dann auch gegoogelt. Es ist nicht nur bei mir so, es ist tatsächlich einfach so. Der Standby-Modus von Xbox frisst recht viel Strom. Ohne dass irgendwelche Updates im Hintergrund laufen. PlayStation nicht? Nein, PS5. Xbox ist 8-mal mehr als PS5. Also im Standby-Verbrauch, ja. Das ist krass. Das ist Wahnsinn. Mit den gleichen Funktionen eigentlich, oder? Also, ich habe also geschaut, du kannst ja wie einstellen, bei Xbox kannst du die maximalen Funktionen oder die minimalen Funktionen haben im Standby und die maximalen Funktionen entsprechen ungefähr dem, was PS5 auch hat. Und die verbraucht halt extrem viel weniger. Im Standby ist die PS5 3,7. Das ist krass, ich habe das schnell ausgerechnet. Sag ich schnell, wenn du das wirklich so eingesteckt lässt und das ganze Jahr einfach nicht spielst und du hast die Xbox eingesteckt, dann brauchst du da im Jahr 260 Kilowattstunden. Das ist hure viel, das ist einfach mal etwa 70 Franken. Ja. Damit so kannst du sie gerade amortisieren, die teure PlayStation. Ja, ja. Wenn sie ein Jahr einfach brauchen. Das ist wirklich ja. Weil eben die Funktionen, die sind ja dort, damit du sie gerade einstellen und das Game kannst weitermachen und so. So genau, es sind Updates, die im Hintergrund laufen, ja. von Games, die geladen werden. Oder dass eben, wenn du unterwegs bist und irgendwie auf dem Handy im Store etwas kaufst, dass es dann daheim runterladet. Oder bei Xbox hast du auch Funktion, dass zum Beispiel mit der Spotify-App auf dem Handy kannst du deine Xbox starten, damit Spotify auf der Xbox läuft. Auch so Sachen, die halt einfach so, wo sie immer bereit ist, zum aufgeweckt werden, sozusagen. Und du kommst halt sehr schnell ins Spiel rein, und das ist der grosse Vorteil bei so Konsolen. Oder du schaltest sie an, in ein paar Sekunden bist du im Spiel, wo du irgendwie aufgehört hast vor einer Woche. Das ist cool. Und darum würde ich die Funktion auch nicht abschalten, auch wenn es so viel Strom verbraucht. Aber ich habe im Fall schon auch wegen dem habe ich den Smartplug da oben, weil den habe ich halt das so eingestellt, damit er wenigstens über die Nacht nicht läuft. Ja. Der PC zieht auch immer, also wenn er abgestellt ist, einem da läuft einfach immer irgendwo etwas. Ja. Wenn man all die Elektronik, oder? Ja, voll. Ich glaube, das gute ist eine gute Taktik. Ja, sorry. Wenn ihr mit der Switch spielt, die verbraucht nichts. Die verbraucht wirklich nichts. Die konnte ich während dem Game auf maximal 7 Watt bringen. ja, Metroid Prime habe ich gespielt und Mario Kart. Und wirklich, es geht nicht über 7 Watt. Und im Standby ist es aber lustigerweise etwa so hoch wie die PS5, also 3,6 Watt. Aber wirklich während dem Spielen ist es nichts. Es ist halt wirklich ein Smartphone von vor 5 Jahren, vor Leistung her. Es ist quasi der Apple unter der Konsole, oder? Ja gut, ausser, nein, sie sind halt nicht so leistungsfähig. Nein, sie sind, ja. Wenn sie Apple wären, wären sie leistungsfähig und effizient, aber sie sind einfach auf Smartphone-Level so. Ja. Und noch schnell, ich muss noch schnell mein Hate loswerden zum Wi-Fi-Switch, den ich gebraucht habe vom Maestrom. Ich weiß nicht, ob du gute Erfahrungen gemacht hast, Phil, aber das ist die absolute Hölle gewesen. Ich hasse die scheiß App und ich wollte nie etwas mit der zu tun haben. Es ist wirklich, du öffnest die App und es öffnet sich ein Splash-Screen mit dem Logo von Maestrom. Und der Splash-Screen bleibt einfach da, 10 Sekunden. Und ich habe das Gefühl, okay, ist die App abgestürzt, bevor ich sie gestartet habe. Und dann habe ich sie wirklich force-closed ein paar Mal, aber es hat sich nichts verändert. Und dann habe ich sie mal laufen und dann nach 10 Sekunden bin ich mal in die App reingekommen. Das ist wirklich nein, gut, das habe ich nicht so lange. Aber ich finde, ich kann es einrichten mit den
bis sie es mit dem Netzwerk verbunden haben. Da mag ich mich erinnern, das ist damals irgendwie mega mühsam. Genau. Dann drückst du wieder irgendwie und dann geht es wieder nicht. Und das ist einmal, wenn es mal läuft, ist okay. Ja. Genau, wenn es läuft, ist super gegangen. Wi-Fi verlieren. Ja. Und für das Einrichten vom Wi-Fi-Switch, nach dem Splash-Screen hast du so einen riesen Button, wo das Plus drauf steht und es steht neues Gerät einrichten. Aber der Button macht nichts. Der funktioniert nicht. Du musst ins Hamburger-Menü oben links gehen und dort auf neues Gerät einrichten klicken und dann funktioniert es. Ja. Aber dann verbinden mit dem WLAN und alles, das war schon Struggle gewesen, aber wenn es mal läuft, ist es gut gegangen. Also, ich habe schon gehört. Ja, also ich will nur einfach noch schnell darauf zurückkommen, was heisst jetzt das, wenn du gamest, ist das teuer oder nicht? Ich habe da so ein bisschen, wir haben auch noch Community-Fragen gestellt auf Instagram, haben sie geschaut, hey, wie viel spielt ihr so in der Woche und was geht ihr so aus für Games? Und die meisten spielen eigentlich so, ja, im Schnitt wahrscheinlich etwa 10 bis 15 Stunden in der Woche und gehen, ja, 100 bis 500 Franken aus für Games. Also, das sind so die grössten. Die Mehrheit ist das gewesen. Und ich habe einfach so ein paar Szenarien ausgerechnet. Also wenn du wirklich ein Hardcore-Spieler bist, dann ist dein grösster Posten wahrscheinlich Hardware. Zum Beispiel der Phil, der sich irgendwie jedes Jahr die neueste Grafikkarte holt, oder zum alles können auf 4K High-Details spielen und so. Also wenn du jetzt jedes Jahr ein Upgrade machst, wie der Phil, und immer die neueste Grafikkarte und vielleicht noch einen Prozessor kaufst, dann kostet sich das vielleicht 2000 Stutz im Jahr. Dann bist du aber wirklich extrem drauf. Dann noch der Strom, eben, wenn du jetzt im Thurgau wohnst, in Mülheim, und du spielst wahnsinnig viel pro Woche. Den musst du vor allem sehr viel spielen, weil es mutig so schnell geht. Richtig, richtig. Es ist genau so. Dann kostet es 500 Franken im Jahr und Games nochmal 500 Stutz im Jahr. Dann kommst du vielleicht so pro Jahr auf 3000 Stutz zum Gamen, und wenn du das aber abrechnest, sag mal, du spielst eben 30 Stunden pro Woche, dann bist du immer noch bei nur 2 Franken pro Stunde, wo du spielst. Und wenn weniger Hardcore-Gamer bist, dann wirst du wahrscheinlich weniger Hardware kaufen, dafür auch weniger spielen. Also es wird immer etwa so zwischen den 1 bis 2 Franken pro Stunde gamen, wird es etwa bleiben. Konsolen sind wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger. Also das Gamen ist ein extrem günstiges Hobby, wenn man das so Geld pro Zeit Spass quasi rechnet. Mhm. Also im Vergleich, oder du gehst ins Kino, kaufst ein Kinoticket, das kostet heute etwa 30 Stutz, der Film geht vielleicht 2 Stunden, also es kostet eigentlich 15 Franken pro Stunde. Oder wenn du jetzt irgendwie Sport machst und du... Das ist gut, das Zitat nehmen wir, Samuel. Das nehmen wir einfach. Game ist günstig, also tun mehr Game. Gamen. Könnt ihr uns, genau. Ja. Genau, könnt ihr uns zitieren. Das Samuel perfekt gemacht. Game ist günstig. Genau, ich habe es gerade rausgeschaut und da steht Nachhänger mit Erde. Das ist so weit. Zu meinem Grab schaufeln, wie sich das reingeschaut habe, bin ich kaputt. Genau, darum machen wir hier einen kurzen Break und für euch ist es dann ein Zeitsprung, ihr zulässt. Und wir kommen dann zurück mit ChatGPT. Und ja, ihr drei müsst jetzt kurz warten, bis ich da, das aussortiert habe. Also, bis schnell. So, ich bin fertig. Zurück vom Erden liefern lassen. Noch nicht schaufeln, das kommt dann noch. Aber genau, dann, ich bin jetzt geerdet. Können wir geerdet wieder weitermachen. Und gleich ein bisschen aus dem Atem. Ich bin schnell darauf gerannt, einfach. genau. Ja, du hättest übrigens noch gut eingerenkt in unsere enge Einfahrt mit seinem Anhänger. Also das, ich wüsste nicht, ob ich das noch hätte können. Das sind ja Profis. Ja, der hat wirklich den Raum ausgereizt. Ja, komm, dann ChatGPT-4. Die neueste Version von ChatGPT hat OpenAI diese Woche vorgestellt und veröffentlicht zuerst nur hinter Paywall, wo man 20 Stutz hätte müssen zahlen, wo wir irgendwie nicht reingekommen sind, aber dann irgendwie einen halben Tag später ist dann doch irgendwie für alle ausgerollt worden. Und dort, ich habe das Gefühl, in jeder Version wird dort immer extrem viel erwartet, oder wenn du so die Vorschau liest, dann hat man das Gefühl, jetzt wird es der nächste Quantensprung. Und OpenAI entschärft da immer ein bisschen wieder. Aber es hat trotzdem schon ein paar spannende neue Sachen drin. Wir haben sie auch ausprobieren können. Was beinhaltet es maßgeblich? Also es ist jetzt multimodal. Das bedeutet, dass es neben Text eben jetzt auch Bilder kann erkennen kann. Es kann keine Bilder erzeugen. Mhm. Also es ist kein Bildgenerator wie Midjourney oder wie heißt der andere? DALL-E. Das ist, glaube ich, das Grüne. DALL-E 2 oder so. Ja. Genau, das kann es nicht. Es kann einfach Bilder aufnehmen und darauf reagieren. Aber auch das, man kann noch nicht Bilder einfach reinposten, oder? Das haben die auch nicht angebracht, oder? Nein. Man kann nicht einfach Bilder runterladen.
Ja. Nein, ich glaube, das haben sie angekündigt. Das ist aber noch nicht voll integriert. Ja. Also ich habe es nicht ausprobiert. Ja. Ich habe aber gelesen aus den Comments von den Leuten, dass du kannst es einfach du kannst den Link zu einem Bild einfügen und dir erklären lassen, was es hat auf dem Bild. Das geht. Aber das Bild selber irgendwie Copy-Paste. Genau, weil was sie gezeigt haben, wo sie es vorgestellt haben, in ihrem Video, dort siehst du einfach, wie er so eine handgeschriebene Notiz von einer Webseite, irgendeine Joke-Webseite, also wirklich, das sind 4 Zeilen, also ganz, ganz wenig Infos. Das fötelt er dann und im Video, also wirklich, du schaust mir einfach eine Minute zu, wenn er aufs Handy schaut und es irgendwie auf Discord auflässt. Also sie haben dort auch einen Workaround, also es war irgendwie auch komisch gewesen. Und jedenfalls aus dem macht es dann eine Webseite. Also respektive, du siehst dann, es macht noch einen Code draus. Und aus was macht es einen Code? Aus Text. Also weißt, er hat einfach einen Fresszettel, wo noch so ein paar Notizen draufgeschrieben hat, was er will, eine Webseite, Joke-Webseite mit. Also weißt, stichwortmäßig. Mhm. Oder? Okay. Das hat er gefötelt und das nachher reingelesen und dann aus dem irgendwie ein Ding interpretiert. Du keine Ahnung, wie brauchbar. Er hat dann nicht irgendwie die Webseite gezeigt. Aber einfach, das soll sie können, dann irgendwann ist, oder? Also, aus so Sachen etwas interpretieren. Und ich finde eben die Beispiele eigentlich, dann kann ich ehrlich gesagt am meisten anfangen. Die New York Times hat das als Beispiel gemacht. Sie haben einen Kühlschrank gefötelt und dann gesagt, jetzt tun wir ein paar Rezeptvorschläge bringen. Und das hat es dann wirklich gemacht. Krass, ja. Also der Kühlschrank logischerweise. Ja, nice. Sie öffnet den Kühlschrank, genau. Und dann hat es Rezeptvorschläge gebracht. The Verge hat dann aber angemerkt, irgendwie sie hätten, glaube ich, Tacos oder irgendetwas vorgeschlagen, aber der Rap, die sagen dann aber nicht im Kühlschrank. Mm. Oh. Ah. Also, ganz korrekte Software auch nicht. Und genau, das andere, neben den Bildern, oder? Es kann jetzt aber einfach viel mehr Text aufnehmen. Das wird irgendwie so in Tokens angegeben. Und bisher, also in ChatGPT 3, das hat irgendwie 100 Tokens, wo es halt wie, das kann es wie so im auf eine Art, ich glaube, man kann sich so ein Kurzzeitgedächtnis vorstellen. Mhm. Das kann es einfach erfassen. Und das entspricht etwa 75 Wörter. Und neu kann es 4000 Tokens, also das sind... jetzt ist eben ChatGPT 3. ChatGPT 3 beherrscht... 3000 Wörter. Genau, sorry. Man kann sagen, es einfach in Wörter. 3000 Wörter und das 4 beherrscht 25'000 Wörter. Wow, das ist schon ein recht krasser Sprung. Ja. Und dort haben sie eben auch ein Beispiel, haben sie es gefüttert mit so einer 16-seitigen Steuererklärung. Und das hat dann wirklich, du musst zahlen, deinen Steuerbetrag inklusive so der verschiedenen Paragraphen, hat sie dann ausgeben können. Also super, ich habe jetzt zwar das Jahr schon gemacht, aber das nächste Jahr mache ich das mit ChatGPT. Absolut. Oder so. Oh, es falsch ist. Ja. Wenn man den muss es nicht machen. Nein, ich habe immer schon wollen, dass Microsoft all meine Steuerdaten hat und genau weiss, was ich kann. Und wenn du die Steuerbehörden anrufst, hast du auch den Schuldigen für deinen Steuerbetrug. Genau, ja, kannst auf Microsoft kannst du gerade zahlen. Direkt. Das gehört zum Service, genau. Ja, und es versteht wirklich auch Bilder. Es hat das ein Bild gehabt, wo so aus Chicken Nuggets wie eine Weltkarte. Und das kannst du dann interpretieren. Es kann dann, also weißt, kann sagen, warum das ein Witz ist. Mhm. Also weißt du, dass das eben halt so und so aussieht. Das kann der Mies erklären in dem Sinne. Geil. Ja, genau. Es ist gut für alte Leute wie euch, genau. Die Mies checken. Wieso ist das Meme lustig? Ja, stimmt. Genau, das wird ja auch schon das Lustige jetzt, oder? Das sind jetzt so die Demos gewesen, aber es wird ja wirklich schon eingesetzt, ChatGPT-4. Und natürlich allen voran in Bing, in der Suche von Microsoft. Die haben das einfach schon drin gehabt. Zu dem vielleicht später, weil man das ja, eben, das ist das, was wir auch ausprobieren können. Was ich aber auch noch spannend gefunden habe, es ist so in Khan Academy, also so ein Learning-Tool, dort wird das eingesetzt, aber auch in Duolingo. Und die gibt es bis jetzt in zwei Bereichen, wird das dort gebraucht. Und zum einen, dass es dir erklärt, wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du dir einfach jetzt besser erklären, warum. Also das ist das Sprachlernprogramm, gell? Genau, sorry. Genau, Duolingo. Ja, Duolingo kann man Sprachen lernen, ja. Am PC oder am Handy. Und es kann auch Rollenspiel machen. Das heißt so, dass du in Situationen, weißt, im Restaurant oder so, kannst die Sprache einsetzen. Und das finde ich schon noch recht geil. Das beherrschst du aber jetzt erst auf Französisch und Spanisch. Und
Aber das finde ich mal das praktisches Beispiel, ja, um sich vorstellen, dass es etwas bringt. Wie gesagt, wir haben das selber nicht ausprobiert. Hey, bei Duolingo die habe ich in dem Fall Kooperation mit denen, ähnlich wie das Microsoft jetzt in Bing integriert hat. Oder, also genau, das über die Schnittstelle einfach, ja, weil genau, das, neben dem, dass du es privat kannst brauchen, wenn sie es ja vor allem der Industrie zugänglich machen, mhm, da gibt es eine Schnittstelle und dann kannst du das implementieren. Eben, zu dem muss man einfach sagen, es macht immer noch Fehler, es gibt diverse Beispiele wieder von falschen Antworten und so. Und eben, wir haben jetzt eben, also das Barat oder alle von uns, einfach das Bing wieder mal ausprobiert. Ja. Und neu, das hat es vorher auch noch nicht gehabt, soviel ich weiss, ist jetzt, dass es so wie 3 Konversationsmodis gibt. Das ist irgendwie, was ist es, kreativ, ja, genau. Und was ist der andere? Einfach 3 verschiedene. Ausgewogen, ja, kreativ oder ausgewogen, genau. Ja, genau. Du kannst jetzt einstellen, ob Bing dich liebt oder nicht. Genau. Ja, ob er so eine lustige Antwort geben oder kreativ oder ob er so irgendwie genau Antwort geben. Was, ich habe zwar den Unterschied jetzt nicht ausprobiert, die gleiche Frage 2-mal gestellt, aber das wäre jetzt noch spannend gewesen zum Ausprobieren. Warum haben wir das nicht? Stimmt, hat jemand das bei uns ausprobiert? Nein. Wait. Genau. Es ist auch erst, wie gesagt, erst gestern Abend überhaupt, ja, dann, weil zuerst haben wir es ja versucht mit Zahlen, weil es ja geheißen, der ChatGPT Plus für 20 Stutz im Monat hast du Zugang, aber ich bin gar nicht dazu zum Einloggen und dann am Abend ist es dann irgendwie einfach auch über Umwegen gegangen. Mhm. Also man kann einfach auf die Seite gehen, New Bing oder so, und dann bei der Warteliste meldest du dich einfach an mit deinem Account, mit deinem Microsoft-Account, und dann hast du es, den Zugang. Also du musst nicht warten, genau, es ist gar keine Warteliste im Moment. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt auch noch nicht so extreme Unterschiede gemerkt. Ich glaube, von da müsstest du wirklich längere Unterhaltungen damit führen. Aber ich habe mir auch für Gia, das Game, das ich gerade am Testen bin, und ich gesagt, soll ich mal ein Review-Script schreiben, um ein paar Inspirationen auszuholen. Ah, da bin ich gespannt. Ich bin jetzt einfach immer wieder, ich habe es mehr oder weniger schon geschrieben, aber ich bin gleich immer erstaunt, wie es dir irgendwie, vielleicht ist das auch ein einfaches Beispiel, aber es hat wirklich einen recht strukturierten, ja, Aufbau, manchmal wirklich mit vielen Infos und so, du musst sagen, ja, völlig, also das könntest du jetzt genau so, auf dem könntest du völlig aufbauen. Das ist super, dass du das sagst. Ich habe, wir kommen vielleicht jetzt gerade dazu, ein User bei uns hat unter einem Artikel, den ich geschrieben habe, zu der AI-Integration von Google, hat genau das gefragt, ob wir in Zukunft auch werden, unsere Text mit einem Chatbot schreiben lassen oder vielleicht mindestens teilweise so schreiben. Aber ich fange schnell vorne an. Und zwar hat Google hat ja Bard mal irgendwie vorgestellt gehabt. Das ist so ihren ChatGPT-Konkurrent, auch so eine AI. Sie haben es einfach noch nicht ausgerollt im Gegensatz zu Microsoft, weil sie ja mehr zu verlieren haben. Und sie haben jetzt mal genau das Gleiche gemacht. Microsoft kündet heute, also jetzt am Donnerstag, wo wir das aufnehmen, den Podcast, ja, gerade etwa jetzt oder etwa in 2 Stunden, stellt Microsoft die Integration von ChatGPT in ihre Office-Programme vor. Das nennt sich dann Copilot. Also es ist in Word integriert zum Beispiel und da, ja, sehen wir dann, was das genau bedeutet. Und Google hat genau gestern, also einen Tag vorher, hat das jetzt auch vorgestellt für die Google, wie heisst die, ja, da die Work Suite halt, also ihre, ja, ihre Office Suite quasi, also Google Docs und Gmail und Sheets und wie das Zeug alles heisst. Und sie haben ein bisschen konkret schon gesagt, was das denn ungefähr bedeutet. So im ersten Schritt kannst du zum Beispiel in Gmail oder in Docs das brauchen. Und dann kannst du zum Beispiel aus Stichwort schreibt dir Gmail dann eine fertige E-Mail. Also du sagst nur noch irgendwie, was ungefähr drinstehen sollte. Und dann nimmt die AI das und macht aus dem einen fertigen Text, den du dann abschicken kannst. Also du kannst noch bearbeiten wahrscheinlich, ja, und abschicken. Und das Gleiche halt im Google Docs. Oder du kannst auch Text zusammenfassen lassen und so Geschichten. Und das finde ich halt dann wirklich spannend. Also das wäre dann auch für uns, wo wir schreiben ja ganz viel Text. Und ich stelle mir jetzt schon vor, wenn du das irgendwann so in Stichwort irgendwie deinen Text hast und dann gibst du das in so ein AI-Programm rein, dass ihr das dann eben einfach schon mal das Grundgerüst schreibt von einem Text und du das dann nimmst, vielleicht noch verarbeitest oder also anpassest oder ich weiß nicht, deinen Stil drin bringst oder so und dann hättest du da ziemlich viel Arbeit erspart. Also da bin ich schon gespannt, wie das denn in der Praxis funktioniert. Also ich glaube, es kann etwas bringen, oder? Es kann da wirklich Fleissarbeit ersparen, aber die Gefahr ist natürlich, dass es total generisch tönt, also jeder Text halt einfach so tönt. Ich kann es jetzt sagen, man sieht es völlig, dass das praktisch wäre,
Aber eben genau, man weiß es nur, wenn man es dann ausprobiert. Mhm. Aber eben, weißt, ich merke es so wirklich jetzt schon. Jetzt ist es wirklich so, ich nehme es manchmal so, weil es mir so ein bisschen Inputs gibt oder irgendwie wie eine Struktur, die ich vielleicht so im Kopf habe. Oder eben die fehlende Struktur, die ich irgendwie von einer Vorstellung, von einem Text habe, gibt es da dann so strukturiert raus. Oder? Das, bis jetzt habe ich es nicht kann irgendwie ummünzen, weil du schreibst deine Texte nicht immer gleich oder du willst irgendwie irgendeinen speziellen Faden durchziehen. Und das wüsste ich erstens nicht wie fragen. Und das glaube ich, dass das wird es vermutlich noch Mühe haben, respektive schon fast Hoffnung, dass es da noch Mühe hat. Ja, genau. Aber im Fall, das ist wirklich so. Also das ist wirklich so, wie der Samuel es beschreibt. Ich habe das bei meinem Marvel-Artikel tatsächlich so mal ausprobiert gehabt, beim Marvel-Artikel, wo ich gefragt habe, was läuft mit Marvel falsch? Warum ist das im Moment so nicht mehr so populär wie auch schon? Und ich habe auch einen Haufen Gedanken im Kopf gehabt, aber wie du sagst, irgendwie noch so keine richtige Struktur, ein leeres, weisses Blatt, wie fange ich jetzt das an, wie steige ich jetzt da ein? Da habe ich halt auch mal einfach probiert auf ChatGPT und genau das gefragt, hey, was läuft im Moment mit Marvel schief? Und hat mir dann einen Text rausgegeben, wo, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeichen, aber ich sage mal, vielleicht eine knappe Google Docs-Seite war, eine knappe. Und ich habe dann tatsächlich von dem aus quasi ein bisschen die Struktur so übernehmen und dann auch von meinen Gedanken schreiben. Ich meine, mein Artikel ist nachher irgendwie, keine Ahnung, 4, 5, 6 Google Docs-Seiten, irgend so etwas. Also definitiv deutlich mehr als das, aber es ist ein unheimlich vereinfachter Prozess gewesen, der Anfang quasi das reinzukommen in einen neuen Text, die Struktur zu bekommen und von dem aus nachher, ich habe am Schluss vielleicht 10% vom Text, den er mir generiert hat, tatsächlich irgendwo übernommen, aber maximal, wenn überhaupt, aber einfach die Struktur zu bekommen, das leere Blatt zu besiegen sozusagen, das weiße Blatt-Syndrom oder wie man dem sagt, das hat schon, das ist genau, ich glaube, das ist im Moment und das wird, glaube auch wirklich für das eingesetzt. Ja. Ich habe jetzt noch übrigens, während wir geredet haben, noch schnell ausprobiert, ein kurzes, einfaches Beispiel auf Bing, zweimal die gleiche Frage gestellt, was ist der Digitech-Podcast? Einmal Unterhaltungsstil kreativ und einmal Unterhaltungsstil genau. Ist tatsächlich ein kleiner Unterschied drin, habe ich gesehen. Also beim genauen sagt er, unter Umständen, ich lese jetzt nicht die ganze Antwort vor, abgesehen davon, dass die genaue Antwort tatsächlich viel kürzer ist als die kreative Antwort. In der genauen Antwort sagt er zum Beispiel, in diesem Podcast diskutiert die Redaktion über alles, was die Tech-Welt bewegt. Und im kreativen sagt er, in diesem Podcast, der Digitech-Podcast ist eine wöchentliche Sendung, in der die Redaktion über alles diskutiert, was die Tech-Welt bewegt, so wie so gut. Von neuesten Smartphones über Gaming bis zu Filmen und Serien ist kein Thema vor Ihnen sicher. Das war schön. Also wir haben von mir, dass irgendwo in der Podcast-Beschreibung drin haben. Das erste kommt mir bekannt vor. Der zweite Satz, was mit nicht sicher, das okay. Kommt mir ja. Sehr bekannt vor, den Satz. Ich finde, das könnte ich irgendwo geschrieben haben. Voll, also ich habe das Gefühl, der muss das ja, der hat das ja, er hat ja unseren Podcast nicht gelost. Also es würde mich jetzt wundern, wenn der ja unseren Podcast gelost hätte und aus unseren Audiodateien irgendwie sich das irgendwo hat ja beschrieben. Aber er hat offenbar. Schweizerdeutsch, sonst könntest du das schon. Ja. Sonst vielleicht schon, ja, das stimmt, eigentlich sonst schon. Aber Schweizerdeutsch vielleicht jetzt nicht. Aber irgendwoher hat er trotzdem den Unterschied gemacht zwischen, jetzt nehme ich kein Thema vor Ihnen sicher und beim anderen ist einfach, was die Tech-Welt bewegt, in dem Sinne, Punkt. Das finde ich schon spannend. Aber es ist schon unsere Podcast-Beschreibung. Ja. Aber es sagt ja eigentlich schon viel, dass wir überhaupt darüber diskutieren, ob jetzt das jemand von uns geschrieben hat, also du viel, oder der Chatbot. Also weißt du, allein, dass wir das diskutieren, zeigt ja schon, wie erstens, das die Technologie gekommen ist. Ja, also erstens, dass er unterscheidet. Also er nimmt unseren Beschreiber, macht aber zwei Versionen davon und entscheidet selber, welche davon die kreativer ist. Finde ich irgendwie schon noch geil. Also das ist schon noch etwas, oder? Also da kommt schon etwas auf uns kreativ. Zu. Yes. Ich glaube, wie der Luca sagt, so zum so kreativen Anstöße und so, kann das sicher sehr gut sein. Ich glaube, wir werden es auch in naher Zukunft sehen, ist nicht für irgendwie literarische Texte oder journalistische Texte und so, aber eben für so die, ich weiß doch nicht, irgendeine Sportnews oder eben ein Mail oder irgendetwas, was man schreiben und so. Also das glaube ich schon, dass das dann ziemlich genutzt wird. Die Frage ist einfach, was passiert denn? Oder? Also dann, du schreibst dann einfach, also am Schluss schreibt Chatbot A mit Chatbot B. Genau so. Das ist völlig absurd. Da kannst du irgendwann mal reinschauen, das sind immer noch am Schreiben. Ja, genau. Die Story erzählt.
haben wir das nicht, irgendjemand hat mir die Story erzählt, aber ich weiß nicht mehr, ob ich die im Podcast gehört habe oder mir. Es ist darum gegangen, irgendjemand hat Mühe gehabt mit Tinder, irgendwie andere Frauen anzusprechen. Und dann hat jemand die Idee gehabt, ja du doch mit ChatGPT. Und dann hat er das mit ChatGPT tatsächlich eingegeben und hat gesagt, hey, ich habe ein Date morgen und so. Und dann haben wir auch gespasst. Wahrscheinlich sie auf der anderen Seite hat auch mit ChatGPT. Am Schluss haben sich zwei Bots gegenseitig miteinander geflirtet und ein Date abgemacht. Einfach zwei Laptops im Kaffeekock vis-à-vis. Ja, komm. Gehen wir doch noch zu unserer dritten News und die dreht sich um die Silicon Valley Bank. Und da weiss Samuel, was da wieder abgeht. Jawohl, also ich versuche es zumindest. Es wird ein bisschen wirtschaftlich, aber ich verspreche, es ist schon noch recht spannend und man kann sich auch ein bisschen aufregen. Also ich habe mich aufgeregt am Schluss, als ich es mal verstanden habe, macht es mir eigentlich recht hässig. Was ist passiert? Also grundsätzlich, Silicon Valley Bank, das ist eine Bank im Silicon Valley, darum heisst es ja so, und die hat sich so spezialisiert auf Tech-Startups. Also ganz viele von diesen Start-up-Unternehmen haben dort ihre Konten gehabt und relativ viel Cash drauf gehabt, zum Teil. Und jetzt hat es vor einer Woche hat's so Gerüchte gegeben, dass die Bank im Problem geraten. Und dann haben halt ganz viele Unternehmen aufs Mal versucht, ihre Konten zu leeren, damit sie nicht am Schluss dastehen und ein Konto haben bei einer Bank, die es nicht mehr gibt. Also es ist so der klassische Bank-Run. Und dann hat am Freitag dann irgendwann die Regierung gesagt, die US-Regierung, so, jetzt ist genug, die Bank, die ist am Boden und ihr übernehmt das Ganze jetzt und eure Einlagen sind sicher. Also sie haben die ganzen Konten von diesen Unternehmen oder auch von Privatpersonen, die dort Geld hatten, das sind aber relativ wenig, sie haben einfach gesagt, alle kommen ihr Geld zurück über. Und zwar über die normale Einlagensicherung, die gibt es ja bei uns auch. Bei uns ist das 100'000 Franken. Oder wenn du jetzt bei einer Bank ein Konto hast, egal bei welcher, dann weißt du, alles bis 100'000 Franken ist vom Staat garantiert. Das heisst, selbst wenn die Bank jetzt wird hops gehen, dann kommst du deine 100'000 Franken über. Alles, was darüber hinausgeht, ist dein Risiko. Also wenn die Bank kaputt geht und tatsächlich Konkurs ist und kein Geld mehr hat, dann kommst du alles, was mehr ist, nicht mehr über. Und in den USA ist genau das gleiche Prinzip, einfach mit der Grenze von $250'000. Und jetzt hat aber der Staat gesagt bei der Silicon Valley Bank, nein, wir garantieren die volle Summe. Also egal, wie viel Geld ihr da drauf habt, ihr kommt alles wieder über. So. Und sie hat dann auch anderen Banken noch Geld zur Verfügung gestellt, weil da sind dann noch andere Banken auch ein bisschen in den Strudel reingekommen von dem ganzen Bankrun. Und die ganze, also die Regierung hat einfach versucht, das zu beruhigen und gesagt, hey, kein Problem, es kommen alle Banken genug Geld über, um können auszahlen, wenn sie etwas auszahlen müssen. So. Das hat aber den ganzen so Bankensektor recht nervös gemacht und wir reden jetzt unter anderem auch darüber, weil gestern halt auch die Credit Suisse in den Strudel so ein bisschen reingeraten ist. Das hat man heute so in den Schlagzeilen gelesen und das hat auch mit dem zu tun, einfach indirekt. Also wieder die ganze Bankenbranche halt mega nervös war, weil man hat Angst, dass das wie im 2008 wieder vonstatten geht und halt eine Bank nach der anderen mit Konkurs macht oder muss vom Staat gerettet werden und am Schluss der Steuerzahler eigentlich so, das muss ausbaden. Das ist bis jetzt nicht so, aber die Stimmung ist sehr nervös und jetzt hat gestern irgendein saudi-arabischer Grossaktionär von der CS, von der Credit Suisse, hat irgendeine Bemerkung gemacht, wo man hätte können negativ auslegen können. Ich gehe jetzt gar nicht genau darauf ein. Auf jeden Fall ist am Schluss die Aktie 30% abgesackt und die Schweizer Nationalbank hat den Geldsack aufgemacht und hat gesagt, hey, ihr könnt da Geld holen. Die CS kann Geld holen, wenn sie etwas braucht. Und die CS hat das gemacht. Ja, wirklich mit der Schaufel. Ja, die hat das Rest zugelangt und hat mal 50 Milliarden aus dem Geldsack rausgeholt. Oder? Wie man es so macht. Genau. Und jetzt mittlerweile hat sich das auch unter anderem drum, hat sich da die CS-Aktie wieder ein bisschen erholt. Sie ist jetzt wieder so auf dem Niveau vor dem Absturz. Im Moment ist sie irgendwo bei 2 Franken. Ja. Jetzt, was ist passiert? Also, wie hätte das überhaupt passieren können? Das ist ja eigentlich total absurd. Eigentlich muss man sagen, am Schluss, was passiert ist, ein paar von diesen Tech-Bros, also von diesen Investoren, von diesen Venture-Capitalists, die halt die Start-up-Firmen finanzieren im Silicon Valley, die haben eigentlich gejammert, öffentlich auf Twitter, haben ganz viel Mimimi gemacht und haben eigentlich, und wegen dem musst du jetzt eigentlich Angst haben um dein Konto bei der CS. Das ist so ganz verkürzt, was eigentlich passiert ist. Und ich erkläre es ein bisschen genauer. Also eben die Silicon Valley Bank, die ist spezialisiert auf die Tech-Startups. Und das ist eine relativ
riskant, auch für eine Bank, weil so Startups sind ja hochriskante Geschäfte meistens. Also das sind nicht Kunden, wo du kannst sicher sein, dass sie morgen überhaupt noch existieren. Mhm. Oder du kannst auch nicht sicher sein, was mit dem Geld, das die dir geben als Bank. Also wenn die dir jetzt, weiß auch nicht, die haben vielleicht 100 Millionen an Kapital und das legen die jetzt auf ein Konto. Und du als Bank weißt aber nicht, wie lange dass sie jetzt das Geld bei dir behalten oder ob die das halt übermorgen wieder brauchen. So, das ist eine relativ riskante Geschichte eigentlich für eine Bank, weil eine Bank funktioniert ja so, dass sie Geld nimmt, wo du kurzfristig mutmaßlich dort deponierst und sie nimmt das Geld und leiht es langfristiger an und mit dieser Differenz macht sie ihren Profit oder macht ihr Geld. Und es funktioniert so lange, wie nicht alle gleichzeitig kommen und ihr Geld wollen. Und das ist natürlich genau das, was passiert ist. Und jetzt, warum ist das passiert? Also sie haben riesige Kunden gehabt, zum Beispiel Roku, das ist so der Streaming, was macht die Smart TVs, glaube ich, und so. Also das Böxli, sind also das TV-Böxli mhm. auch, ja. Ja, genau. Also es ist eine relativ grosse Firma und die haben irgendwie 500 Millionen Kapital einfach mal so auf einem Cash-Konto gehabt, oder wie man es halt so hat bei dieser Bank. Und hat das nicht irgendwo anders angelegt. Also nicht irgendwo in Aktien oder ich weiß nicht was. Einfach mal so in Cash. Und jetzt, so Fälle hat es ganz viele gegeben. Und seit 2019 ist das Kapital, das auf der Silicon Valley Bank gelagert war, ist angewachsen von 60 Milliarden auf zuletzt irgendwie 210 Milliarden Dollar innerhalb von ja, 3 Jahren. Also sehr, sehr viel Kapital, das darauf gelegen ist. Jetzt, warum ist das ein Problem? Eigentlich ist es mal so gewesen, dass Banken bis 50 Milliarden Kapital sind als kleine Banken, hat man die angeschaut. Und alles, was über 50 Milliarden Kapital war, müsste eigentlich so den Stresstests standhalten. Die gibt es ja bei uns. Die Grossbanken, das sind so Szenarien, die macht irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das macht, die SNB nehme ich an. So Stresstests, was passiert, wenn zum Beispiel Zinsen steigen oder wenn, ich weiß auch nicht, alle gleichzeitig ihr Geld wenden und so Sachen. Die unterliegen dann quasi den Regulatorien und wenn die Stresstests nicht erfolgreich absolviert werden, dann müssen sie etwas machen, um sich zu verbessern. So. Und Silicon Valley Bank hat aber recht erfolgreich lobbyiert, um die Grenze anzuheben auf 250 Milliarden Dollar. Das heisst, sie können wachsen und mehr Kapital aufnehmen und haben trotzdem halt nicht die Stresstests müssen bestehen. Ja. Mit dem Effekt, dass sie jetzt eben 200 Milliarden Dollar auf den Konti haben, und aber eigentlich halt niemand geschaut hat, ob das denn auch sicher ist, so das ganze System. Und das grosse Problem ist eigentlich jetzt gekommen, wo die Zinsen steigen. Also die Leitzinsen steigen ja von der Fed, also von der amerikanischen Nationalbank. Die haben ja, sind ja die Leitzinsen am Heben. Und das Problem ist, dass die Silicon Valley Bank viel Staatsanleihen gekauft hat mit dem Geld, das sie hatten. Und Staatsanleihen, das sind so langfristige Anleihen, 20, 30 Jahre, die kaufst und kannst sie 20, 30 Jahren kommst du das Geld wieder über. Und das ist, bringt mehr Geld, als wenn es einfach auf einem Konto liegen lässt, logischerweise, weil es langfristig angelegt ist und das ist alles okay. Aber wenn jetzt Zinsen steigen, dann wird so ein Papier in dem Moment weniger wert. Weil wenn du das neu wirst kaufen, mit höheren Zinsen kommst du mehr dafür rüber. Das heisst, das Papier ist weniger wert. Ist nicht so wichtig, auf jeden Fall, sie verlieren Geld, wenn die Zinsen steigen. Und gleichzeitig, wenn die Zinsen steigen, kommen all die Startups, die dort ihre Konti haben, weniger Geld über. Weil jeder von diesen Venture Capitalisten, von diesen Geldgebern, die halt so Startups finanzieren, die ganzen riskanten Tech-Startups, oder, die haben ja in der Boomzeit haben die quasi Geld nachgeschmissen bekommen. Oder auch jetzt, wenn du irgendwas mit AI machst, dann kommt sicher irgendjemand und steckt da so ein bisschen Geld irgendwo an. So. Und jetzt, wenn aber die Zinsen steigen, dann ist plötzlich weniger Geld um, das Geld ist teurer und die Firmen und Venture Capitalists haben weniger Geld zum Verteilen. Und das hat den Effekt, dass ganz viele von diesen Firmen jetzt ihre Konten müssen anzapfen. Das heisst, sie müssen ihr Geld holen von dieser Silicon Valley Bank. Und das Geld, das sie aber dort gelagert haben, das ist zu grossen Teil langfristig angelegt. Das heisst, es ist zwar theoretisch noch rum, aber es ist nicht flüssig. So. Und das hat so dazu geführt, dass sie jetzt müssen ihre Anleihen verkaufen, also die langfristigen Papiere. Und wenn du die jetzt verkaufst, dann gibt das grosse Verlust. So. Mhm. Und der grosse Fehler, den sie gemacht haben, ist, sie haben irgendwie 20 Milliarden, also extrem viel aufs Mal, so innerhalb von 24 Stunden verkauft. Und wenn du das siehst von außen, dann wirkt das extrem panisch. Dann hast du das Gefühl, oh shit,
die verkaufen jetzt mit einem riesigen Verlust ihres Zeug, weil sie verzweifelt sein müssen. Und das ist genau letzten Mittwoch passiert. Und dann hat es so viele von diesen Tech-Bros gegeben, also die Peter Thiel zum Beispiel mit seinem Founders Fund, das ist so einer der grössten, die dann gesagt haben, ah, wisst ihr was, das sieht sehr riskant aus, sieht nach Panik aus, ich ziehe mein komplettes Kapital aus dieser Bank weg. Oh. Und nicht nur das, sondern die sind alle vernetzt. Die haben alle Twitter, die kennen sich alle, die reden. So. Und dann haben das nicht nur der Peter Thiel gemacht, sondern haben das noch ganz viele andere gemacht. Und das hat dann eigentlich genau zu dem geführt, zu dem Bankrun, dass nämlich alle gleichzeitig ihr Kapital haben wollen abziehen. Und das geht halt einfach nicht im Bankensystem. Aber wieso? So. Also, wenn sie das öffentlich kommunizieren, die wissen ja auch, was sie mit dem auslösen, oder? Also ist es wie bewusst gemacht, dass das passiert, oder? Was ist das Motivation, ist eine gute Frage. Also, sie haben, ja, genau. Also, das ist eine gute Frage. Ich nehme jetzt mal an, ich glaube nicht, dass sie das öffentlich so gemacht haben am Anfang, sondern okay. Aber ich glaube, das wird dann auch ziemlich schnell öffentlich. Also, wenn halt jemand anfängt, dann sehen das die anderen und dann sehen das auch kleinere Firmen und Anleger. Oder einfach Leute, die Geld dort haben und denken dann, oh shit, ich muss es auch jetzt möglichst schnell noch rausziehen. Ja. Das ist ein normaler Reflex, damit nicht ich der bin, der am Schluss das Geld nicht mehr bekommt. Genau. Oder während alle anderen das schon rausgezogen haben. Aber es ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Ja, und die sind auch, du bist dann einfach, oder die sind auch oft nicht rational dann, oder? Ja, logisch. Und viel Geld und... Ja, logisch. Und das wirst du ja wahrscheinlich genau gleich machen, oder? Also wenn du jetzt wirst sehen, oh shit, meine Bank geht morgen Konkurs, dann wirst du heute noch dein Online-Banking öffnen und versuchen, das irgendwie wegzuschieben. Logisch, ja. Aber es ist halt, was mich eben hässig macht, ist, oder, das ist ja alles noch okay so weit, oder einfach, das kann man ja machen. Aber wenn jetzt nachher die Bank wegen dem Konkurs geht, dann musst du halt eigentlich sagen, okay, die über die 250'000 drin hatten, die haben das ja gewusst, dass das Risiko besteht. Das heisst, wenn jetzt so eine Bank Konkurs geht, dann ist das Geld halt futsch. So, jetzt das ist aber eben nicht passiert. Also die Bank ist nicht auf Konkurs gegangen und die Leute, die mehr als 250'000 hatten, die haben das Geld verloren. Sondern die, die mehr drin hatten, die sind einfach auf Twitter und sind gejammern und haben gesagt, mimimi, wenn die Bank Konkurs geht und ich mein Geld drauf habe, dann geht die ganze Weltwirtschaft bach ab. Also sie sind wirklich Horrorszenarien auf Twitter kursiert und eben da haben so Leute wie Mark Cuban und Bill Ackman, das sind so die Hedgefund-Investoren zum Teil, haben da wirklich auf Twitter total so apokalyptische Szenarien beschrieben. Und das hat dann eigentlich genau das hat so Angst geschürt auf der ganzen Welt und hat halt alle aufhorchen lassen und hat mega nervös gemacht. Und mit dem haben sie eigentlich die Regierung indirekt dazu gezwungen, um jetzt eben die Bank nicht nur retten, sondern auch die ganzen Einlagen zu garantieren. Nämlich, dass sie ihr Geld retto bekommen. Also, dass sie alles zurückbekommen, was sie drauf haben, über die 250'000 Stutz. Und das ist halt eigentlich genau das gleiche Prinzip, wie 2008 passiert ist. Nämlich, dass jemand ein Risiko eingeht. Jetzt in dem Fall die Tech-Investoren, die Start-up-Unternehmen finanzieren. Und die haben halt ihr Geld auf einer Bank. Und die haben extrem viel Cash bei ihrer Bank. Und die gehen das Risiko ein und wenn es dann aber schief geht, dann tragen sie dann Konsequenzen nicht. Sondern sagen sie dann, ah, jetzt muss der Staat kommen und muss mein Geld wieder zurückzahlen. Mhm. Ja. Es ist, eben, das ist wie immer, genau. Das hure Ding dreht sich immer wieder und das wiederholt sich immer alles. Oder? Das einfach, die Reichen kommen einfach immer irgendwie davon und man hat damals gemerkt, von dem riesen Betrug, die alle abgezogen haben, dass man ein Learning daraus gezogen hat. Ja. Aber nein, die sind alle gerettet worden und schon damals hat man ja, ich glaube, es ist keine 5 Jahre gegangen, bis die einen schon wieder eingestellt gewesen sind und schon wieder können mit Geld handeln. Und jetzt sind doch genau die gleichen Pflöcke wieder, die das einfach wieder machen und man tut sie wieder retten, oder? Ja. Das ist, also es ist nicht genau das Gleiche. Es sind nicht die gleichen Leute, es sind andere Leute, aber das Prinzip ist das Gleiche, oder? Genau, genau. Ja. Also man muss schon sagen, es ist nicht 2008, also das muss ich jetzt so ein bisschen zur allgemeinen Beruhigung vielleicht schon mal noch sagen, 2008 sind ja Banken auf diesen total toxischen und eigentlich wertlosen Papier gesessen. Ja. Und das ist heute nicht der Fall. Also jetzt auch die Silicon Valley Bank, die hat das Geld im Prinzip schon gehabt oder hat es immer noch. Es ist einfach in langfristigen Anlagen angelegt und das ist halt einfach dumm gewesen. Also es ist einfach, und das ist jetzt eine Frage, okay, wäre das passiert, wenn sie reguliert gewesen wären vom Staat oder nicht und so weiter, da kann man jetzt spekulieren. Ja, also am Schluss ist es irgendwie verständlich so von allen Seiten, wie die sich verhalten haben. Und ich meine, auch der Staat hat am Schluss nicht viel Möglichkeit. Also er kann die Bank schon kaputt gehen lassen, aber das ist halt dann auch die Frage, was zieht das denn nach sich oder zieht das denn andere Banken mit sich? Das hat es ja dann auch. Es hat noch 2, 3 mehr so kleinere Banken gehabt, die auch abgegangen sind. Darum, ja, also es ist wie verständlich, dass das so passiert ist.
Und gleich finde ich es einfach nicht richtig. Ja. Und ja, nicht logisch, so. Wenn du deine 50'000 Stutz verspekulierst, dann hast du einfach verarscht, dann genau. Ist auch Pech, dann kommt ja, niemand genau. Und sagt, das ist gut, dass hast halt ja. Das ist halt die Tech-Branche dort, ja. Wo halt ja, ganz schön viele Risiken ja. Eingehen und hauptsächlich es ist profitabel am Anfang und wenn es dann aber Bach abgeht, dann umjammern. So, ja, ja. Rant over. Ja. Also gut, komm. Ja, komm, gehen wir doch vom einen Glücksspiel in ein Pen-and-Paper-Spiel über, wo hoffentlich ein bisschen lustiger ist. Luca hat nämlich Dungeons & Dragons Honor Among Thieves gesehen. Und wir haben uns gerade zuerst vorher schon mal gefragt, gibt es nicht ein Game, das so heisst, aber es ist nicht genau gleich. Das Among Thieves, Uncharted, oder? Genau. Ja, stimmt, ja. Among Thieves, ja. Among Thieves. Fast gleich. Und das ist jetzt Honor Among Thieves, Dungeons & Dragons. Ich habe ein Review noch nie geschrieben. Ich bin aber den Film am letzten Mittwoch an der Pressevorführung geschaut. Also alle, die jetzt dazu hören, die kommen in exklusiven, vorzeitigen, Pre-Event Genuss. Wow. Von dieser Filmkritik gehört zu den wenigen Glücklichen. Nein, ganz viel Glück. Wir haben ja einige tausende Zuhörerinnen und Zuhörer. bevor es schlimmer wird. Also, Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves ist geschrieben und inszeniert wurde von John Francis Delay und Jonathan Goldstein. Beides Namen, die ich nicht gekannt habe, aber ich habe einen Film gekannt, den die beiden schon gemacht haben, nämlich Game Night. Ich weiß nicht, ob die kennt ihr den Film Game Night? Sagt mir etwas, ja. Jason Bateman. Wo es auch so eine Gruppe ist, die immer Spieleabend macht mit Brettspielen und alles und dann wird aber plötzlich ein Spiel ziemlich real. Man ist der ganz viel nicht sicher, passiert jetzt da, ist das jetzt so ein Mystery-Thriller, wo eben Leute ihr Haus einbrechen, sie entführen und Sachen, ist das alles inszeniert oder nicht? Ja. Anyway, ganz ein geiler Film, der mich eben auch schon damals mega überrascht hat und wo es auch ein bisschen um Brettspiel und Games und so geht. Darum irgendwie passt das da, dass sie da Dungeons & Dragons gemacht haben. Der Film geht 2 Stunden 14 Minuten und so viel vorweg, ich habe einen hure geil gefunden. Richtig, richtig geil. Ich habe hure Gaudi im Kino. Um was geht's? Es geht um den Chris Pine. Der Schauspieler spielt Edgen, so einen charmanten Harfner oder Barde sozusagen. Der läuft immer mit einer Gitarre rum und macht Musik. Und zusammen mit einer kunterbunt durchmischte Truppe, bestehend aus irgendwie Barbarin, Hexenmeister, Paladin, Druidin, sind sie auf einer Suche nach einem mächtigen Artefakt, nach einem mächtigen Relikt. Den brauchen sie nämlich, um wiederum in einen Tresor einzubrechen, der eben von Zaubern geschützt wird. Und der Tresor, der gehört dem hinterlistigen Fürst von Nevermore, nämlich einem Forge, gespielt von Hugh Grant. Und in dem Tresor wartet dann eben der ultimative Schatz. Und ja, wie gesagt, also wo ich den Trailer das erste Mal zu Dungeons & Dragons gesehen habe, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber für mich hat er so richtig trashig ausgesehen, so Guilty Pleasure, blöde Leien und so, aber so, ja, komm, weißt du, wenn du mit dem richtigen Mindset reingehst, ein bisschen Hirn aus und so, und ja, das ist jetzt halt ein bisschen so ein Film, dann kann er schon lustig sein, aber... Genau, das gleiche Gefühl habe ich auch gehabt. Es ist wirklich so, ja. der Trailer ist so... Du hast so die Vibes irgendwie nicht richtig können einschätzen. Soll es lustig sein, soll es trashig sein? Ja. Aber in dem Fall ist der Trailer nicht repräsentativ für das Erlebnis, das du im Kino hast. Nein, absolut gar nicht. Ich bin genau mit dem Mindset wie du, eben wie so, mal schauen, so bei ihnen. Und ich bin hure positiv überrascht worden. Und ich komme jetzt gerade noch mal drauf, warum genau, aber schnell eine kleine geschichtliche Abhandlung, wirklich nicht allzu deep versprochen. Dungeons & Dragons ist eigentlich die Mutter von allen Fantasy-Spielen. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, weil jedem Fantasy-Spiel eigentlich auch jedem RPG, egal ob es Fantasy ist oder Science Fiction oder was weiß ich, wo du spielst, sei es jetzt Computer, Brettspiele oder Konsole, was weiß ich, steckt ein bisschen Dungeons & Dragons drin. Weil erfunden ist vom Gary Gygax worden, in den späten 60er Jahren, Anfang 70er Jahren. Das ist übrigens ein Ami mit Schweizer Abstammung. Und er ist eigentlich angegangen und hat sich überlegt, hey, es muss doch möglich sein, ein Spiel können spielen oder ein Spiel zu entwickeln, wo du in einer Fantasy-Welt bist, wie Herr der Ringe, wie Narnia, was weiß ich, halt die you name it, oder? Aber wo du dein eigenes Abenteuer kannst erleben, mit deinen eigenen Figuren, mit deinen eigenen Quests und deiner ganz eigenen Story. Was es einfach braucht, ist quasi ein Gerüst, wo die Spielregeln sind, wo dir quasi das Regelwerk vorgibt. Am Anfang hat das Chainmail geheißen, mittlerweile ist das quasi das Players Handbook geworden. Und in diesem Players Handbook oder in dieser Mechanik, in diesem Regelwerk von Dungeons & Dragons ist alles drin
geregelt, was du brauchst, um genau so eine Welt zu erschaffen nach deinem Gusto und um deine Abenteuer reinzuschreiben. Also sei es das Kampfsystem, Rassen, Klassensystem, Skillpunkte, Talenttrees und so weiter. Oder das sind alles Sachen, wenn du schon mal ein RPG gamed hast, hast du das natürlich alles schon gehört. Das hat der Typ tatsächlich einmal erfunden, geschrieben sozusagen. Ohne ihn, glaube ich, könnte man sagen, gäbe es keine RPGs. Oder ja, vielleicht hätte es dann halt jemand anders erfunden. Aber quasi eigentlich all das, was du heute in einem Game, selbst das in einem Game entwickelt hast, es geht alles zurück auf das Pen-and-Paper-Spiel, wo er damals erschaffen hat. So, so viel zu dieser Vorgeschichte. Was ist eigentlich Dungeons & Dragons? Ich selber bin etwa seit einem knappen Jahr in einer Kampagne drin mit Kollegen. Also ich bin relativ neu im Dungeons & Dragons Game, aber würde jetzt sagen, auch nicht komplett unerfahren. Aber noch, also ein Jahr ist wahrscheinlich noch nicht so viel für die einen. Gut, mehr als sie, die nie gegamed haben. Ich bin nie über den Charakter erstellen hinweggekommen. Und dann haben wir einfach nie irgendwie ein Datum gefunden und Wie sieht es bei uns? Also Phil, du sagst, du hast noch keine Gruppe, die anderen. Nein, das habe ich nie geschafft. Ich habe es letzte Weihnachten habe ich es meiner Schwester zu Weihnachten geschenkt, weil wir uns immer wieder getroffen zum Brettspiel spielen und haben gefunden, komm, schenke ich mal etwas, wo wir über eine längere Zeit können spielen, immer wieder. Aber tatsächlich haben wir auch noch keinen Termin gefunden, wo wir irgendwie alle können. Aber ich freue mich darauf. Also das ganze Starter-Set mit dem Player's Handbook, das so in einem schönen Buch ist, also wirklich Hochglanz produziert und so. Mhm. Wir sind parat, aber noch angefangen. Wer ist der Dungeon? Wer wird Dungeon Master? Das haben wir auch noch nicht definiert. Die Leute sagen, ich soll es machen, aber ich habe nicht so Lust. Ich wollte lieber selber einfach mitspielen und so ein bisschen Spass daran haben. Ich weiß nicht. Wer ist bei euch, Luca, Dungeon Master? Bist es du oder ist es jemand anderes? Nein. Ich glaube, da braucht es schon jemanden, der auch Erfahrung hat. Ich glaube, das ist mega schwierig. Ein Dungeon Master, der selber keine Erfahrung hat, weil du musst, es ist so hochkomplex oder es ist wirklich extrem komplex, die ganzen Regeln, was kannst du, wie, wo, was funktioniert. Weißt du, nur so ganz einfache Sachen, wie funktioniert Proviant, wie funktioniert Essen? Du musst einmal am Tag essen, sonst hat dein Charakter einen leeren Bauch und verliert so und so viel Stamina pro Tag, wo er nicht gegessen hat, so Zeugs, oder? Und das braucht halt, glaube ich, schon einen Spielleiter oder eben jetzt der Dungeon Master, wo das wirklich kennt und in- und auswendig weiss und seinen Leuten kann erklären. Also wir haben einen erfahrenen Dungeon Master bei uns, der Rest der Gruppe ist komplett unerfahren gewesen. Der Dungeon Master, der hat 2-3, glaube ich, andere Gruppen, die es auch noch macht und der hat uns da ein bisschen an die Hand genommen und eingeführt. Mhm. Und das braucht schon, es braucht einiges an Anlauf. Aber ja. Hey, bevor du gerade weitergehst, weil wir es jetzt eh schon gerade von der Gruppe haben und so, wir haben ja, uns hat jemand ein Mail geschickt und eigentlich genau mit dem Problem, das wir auch haben. Oder? Er hat nämlich auch geschrieben, eben, er kommt mit einer seltsamen Anfrage zu uns. Er hat nämlich auch 42, arbeitet, verheiratet, 2 Kinder und so. Und nie Zeit natürlich, um das zu machen. Aber hat halt schon immer irgendwie Bock gehabt, zum Brettspiele machen. Früher halt eben so die klassischen Shadowrun, Schwarzes Auge und Vampire the Masquerade. Alles Game, wo ich wirklich nur die Games gespielt habe, aber nicht die Original sozusagen wie er. Und und der sucht aber auch jemanden, der mitspielt. Der hat eben uns gefragt, ob einer von uns vom Podcast vielleicht 2 bis 4 Leute Zeit und Lust haben, um da mitzumachen. Aber ich würde sagen, ich hätte jetzt die Frage oder die Anfrage einfach wirklich gerade zu euch zuhören. Vielleicht findet sich da irgendwie ein Digitech Dungeons & Dragons Gruppe. Wir können es nachher noch in unseren Discord posten. Vielleicht findet ihr euch dort zusammen. Weil das Problem ist eben schon, ich bin ja fast gleich alt, auch mit Kindern und so. Das ist einfach schwierig, das Commitment. Du sagst ja auch, wir sind ja schon lange dran, Luca. Mhm. Und das ist bei mir ist ein das Problem. Für mich müsste es dann auch die Wintertour sein und so. Aber hey, wir hauen das mal in Discord rein und ich fände es recht geil, wenn es dann da irgendwie eine Gruppe würde finden, wo man vielleicht nochmal gesagt hat, ab und zu ein Update geben, weil vor allem die Geschichten daraus raus sind ja eh immer geil. Ja, absolut. Wir können dann die besten Geschichten einmal im Podcast erzählen. Das fände ich recht lustig. absolut, ja. Aber zurück zum Film. Warum ist er denn so geil? Genau. Oder? Also, wie du gesagt hast, die geilsten Stories gibt es aus diesen D&D-Kampagnen. Kampagne heisst das einmal eben dann so eine quasi eine Story, wo du spielst, wo dann aber über mehrere Wochen hinweg spielst. Und wo ich den Trailer gesehen habe, war zuerst ein bisschen meine Sorge, dass da, es wird ein bisschen viel rumblödelt und ein bisschen lustig und so. Aber müssen wir das nicht mit mehr Respekt behandeln? Das ist die Mutter von allen Fantasy-Spielen und so. Dann habe ich aber sagen, hey, im Fall, also in unserer Kampagne
geht es genau so zu. Es ist absurd, es ist crazy, es passieren lustige Sachen, wir sind die ganze Zeit am Lachen, wir haben lustige Ideen, weil du wirst vor Rätsel gestellt, vor Problemen, du musst kreative Lösungen. Einmal machst du es dir viel zu kompliziert, als das, was eigentlich der Spielleiter denkt hat, was die Lösung ist. Mhm. Und aus dem heraus passieren halt sehr viele lustige, absurde Situationen. Und in dem Sinn ist der Film tatsächlich sehr, sehr akkurat, finde ich. Jedenfalls das, was meine D&D-Erfahrungen sind, ist der Film extrem, wirklich akkurat, liebevoll. Er ist nämlich wirklich sau, sau lustig. Und ein Grund sicher, warum der Film so lustig ist, muss ich auch wirklich sagen, liegt an der Besetzung, an der Schauspielerin und Schauspieler. Der Chris Pine ist charmant und lustig, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich das finde. Ich habe auch schon damals in den Star Trek-Verfilmungen eigentlich noch cool gefunden. Der Hugh Grant, der hat sichtlich, also den Hugh Grant sehe ich irgendwie in letzter Zeit meistens so hinter den Kulissen ein bisschen angepisst, ein bisschen nicht so lustig eigentlich, aber in dem Film merkst du wirklich. Ja, bei der Oscars zum Beispiel. Aber bei dem Film, ich muss sagen, man merkt mir richtig Freude, dass er so ein richtiges Arschloch von einem Wichserfürst kann spielen und er spielt das so genüsslich und du hassest und du denkst immer so, du bist so ein mieses Arsch, aber es ist so gut gespielt. Michelle Rodriguez spielt auch mit, sie ist Barbarin, natürlich ist sie Barbarin, weil sie spielt quasi, glaube in jedem Film irgend so die Badass-Frau. Es ist absolut nichts Neues, aber es passt perfekt in diesem Film rein. Dann haben wir den Regie Jean Page als Paladin, der Schauspieler kennt nicht die einen vielleicht aus Bridgerton, aus der ersten Staffel, so der Schönling, oder? Und er spielt dann natürlich den Paladin von der Gruppe und der ist irgendwie heiliger als der Papst und rechtschaffener als der Jesus und es ist so, ich muss lachen, während ich darüber rede, es ist so verdammt lustig, es ist wirklich sehr gut gemacht. Alle haben eine scheisse Freude in dem Film, das merkt man, das steckt auch an. Und dann muss man auch sagen, handwerklich ist der Film absolut solid inszeniert, also CGI ist in den meisten Szenen top. Es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, wo es ein bisschen künstlich aussieht, aber das ist okay. Meistens ist es eigentlich wirklich gut gemacht. Das Creature-Design ist absolut ist mega, mega abwechslungsreich. Es wuselt, es keucht, es flücht in jeder Szene im Hintergrund. Du kannst immer schauen, was da abgeht, was hat es da. Es hat viel auch Prothesen, es ist nicht alles irgendwie CGI, oder? Du hast da Dragonborns, du hast Tieflinge und es ist alles wirklich schön mit Masken gemacht, mit, wie sagen wir, den Prosthetics und so. Kulissen sind mega gross, also sind grosse Kulissen, das merkst du wirklich, das ist nicht irgendwie auf einem kleinen Platz irgendwo billig produziert, sondern haben sie wirklich recht etwas gebaut, das ist aufwendig, es sind auch mega viele verschiedene Szenarien, eine Szene spielt auf einem Friedhof statt, also auf einem Schlachtfeld, wo jetzt mittlerweile ein Friedhof ist, wo alle, die dort in dem Battle battled haben, begraben sind. Hey, und das ist so voller makabrer, morbider Humor, die Szene. Ich könnte schwören, da hat der Sam Raimi hundertprozentig mitgeschrieben an dieser Szene. Aber so vom Humor her, es ist wirklich, ich spoilere nicht, aber ich habe dort so gelacht. Es war eine ganz geile Szene gewesen. Ja, und auch sonst einfach 100'000, sorry, ja, ich... Nur schnell, die Prämisse vom Film ist auch nicht, dass die Leute Dungeons & Dragons spielen, sondern es ist eine echte Fantasy-Welt. Also, ja, ja, ja. Okay. Genau. Also es ist nicht irgendein Leute, sie spielen nicht Dungeons & Dragons, es ist wirklich einfach in der... Ich behaupte mal, es ist einfach die Kampagne, wo jetzt Honor Among Thieves heisst. Das könnte sein, ich könnte mir vorstellen, dass in einem neuen Dungeons & Dragons-Film könntest du mit komplett anderen Schauspielern machen, mit einer komplett anderen Welt und Story, und das ist dann die Kampagne dort. Weil so funktioniert Dungeons & Dragons. Es ist nicht à la Herr der Ringe, es spielt alles in Mittelerde und die Ortschaften sind festgelegt, sondern jeder Dungeon Master kann seine eigene Welt erschaffen mit den eigenen. Und das hat es natürlich in dem Film auch. Hey, jedes Dorf hat irgendeinen mega bedeutungsschwangeren Namen, wo sich keine Sau kann merken, so Nevermore, Wintermore, Relict of Bambalimba, Bumbadums und so. Und das ist völlig... Es wird völlig damit gespielt, dass du dir das auch gar nicht musst merken, dass das einfach so... Es gehört einfach dazu. Und... Oder eben auch so Mechanik aus dem Spiel wie Attune oder Spellslots, dass wer das nicht gespielt hat, dem sagt das jetzt nichts. Ist auch nicht schlimm, aber wer es gespielt hat, sagt, da ist ein Relikt mit einem Spellslot und so. Also, das ist hure geil. Also, ja. Ich bin pumped. Ich meine, ich habe sogar den letzten, den Trash mit dem, ist nicht Elijah Wood oder irgendeiner von denen dabei gewesen? Nein, es ist ein anderer gewesen. Es ist der von Big Bang Theory. Ich glaube, der hat mitgespielt. Aha. Der und das ist schon ein trashiger Film gewesen. Das war auch okay. Ja, wirklich. Nein, ich muss wirklich sagen, also der Film ist
lustig, er ist handwerklich mega gut gemacht, hat viele Hommage und Liebeserklärungen als Spiel und vielleicht der einzige Kritikpunkt ist, dass er ein bisschen lang gratis ist mit seinen 2 Stunden 14 Minuten. Es könnte ein bisschen, es hat zwischendurch 1-2 Längen, aber insgesamt fällt das nicht mega ins Gewicht. Also ich habe hure Scheissfreude gehabt und ja, geiler Film, unbedingt. Cool, freue mich. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves ab nächste Woche, oder nicht? Oder ab dieser Woche? Weil ich läuft noch nicht. Ab heute, glaube ich sogar, 16. März. Okay, dann läuft er 20 vielleicht einfach nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe geschaut und habe ihn nicht gesehen. Oh, okay. Ja gut, hey, wir sind jetzt eh schon lange dran. Ich glaube, ich würde das Quiz auf nächste, nicht Quiz, die, unsere Abstimmung auf nächste Woche schieben, weil wir haben ja, dann haben wir nämlich auch keine Spoilercast-Besprechung mehr, weil sonst, sonst wird es wieder episch. Ja, das wird so. Und, genau. Also, dann müssen wir euch jetzt dort noch ein bisschen vertrösten. Dann müssen wir nächste Woche den besten Oscar-Film küren. Dann reden wir doch noch ein bisschen in der Spielecke. Haben wir noch 2 kurze Games. Das eine ist eigentlich schon was älteres. Dead Cells, kennt ihr das schon? Yes. Nein. Nie gespielt? Nein. Gut, Samuel, ich glaube, das gibt es sogar auf Mac. Sicher nicht. Ich will mich aber nicht wundern. Ich meine, es gibt es auf der Switch. Ich glaube, ich habe es damals mit dem Simon gestreamt. Dead Cells ist, ich überlege jetzt gerade, wenn das rauskommt. Das, egal, aber schon gefühlt die 4 Jahre. Es ist so ein Roguelite, Side-Scrolling, Pixel-Grafik, also typisch der Retro-Look, aber natürlich viel, viel schöner, als es damals je aussieht. Und du bist so ein stummer Held, wo einfach sich durch den Level schnetzelt und regelmäßig stirbt. Und dann gibt es aber einfach so gewisse persistente Fortschritte machen. Also, du kannst Sachen freischalten, du sammelst so Seelen von den Gegnern und die kannst du dann nämlich investieren am Ende von einem Level in Upgrades, dass es zum Beispiel mehr neue Waffen gibt oder dass du freischalten, mehr Lebenstränke und so. Und genau, jedenfalls, das geht so schon lange. Und jetzt ist eben die, ich glaube, die 4. Erweiterung ist jetzt rausgekommen mit Return to Castlevania, glaube ich, heisst sie. Aber wirklich so Castlevania-Crossover. Und das ist halt eben vor allem lustig, weil es eben schon immer irgendwie solche die Castlevania-Vibes gehabt hat. Also das war eh schon inspiriert von dem. Und ich muss einfach sagen, ich habe es nie mehr gespielt, seit damals rausgekommen ist. Hey, das ist immer noch eines der besten Spiele, was es gibt. Das spielt sich so gut. Also weißt du, das ist so... Du machst die Runs und hast zwei Angriffswaffen und dann hast du wie 2 noch Items, wo kannst, weißt, so Granaten, die kannst werfen oder Fallen, die kannst am Boden legen, die es dann drin reinfangen. Und du sammelst ständig so neue Waffen auf, oder? Wo kannst irgendwo sammeln und upgraden und so. Und es macht immer wie früher. Jeder Run ist ein bisschen anders, weil es einfach so viele geile Waffen gibt. Weißt, mal hast du einen langsamen Hurenhammer, der dann irgendwie aber noch Eisschaden macht. Oder irgendwie, du kannst so einen Slam am Boden machen, wo dann alles brennt. Oder du schiessest Frostgranaten. Und es ist einfach immer noch unglaublich befriedigend. Weißt, so die Steuerung ist perfekt irgendwie. Und dann eben das ganze Castlevania. Du kommst dort erst rein, wenn du noch nie gespielt hast, musst du 3-mal sterben. Aha. Und dann siehst du so Fledermäuse fliegen rum und in eine Richtung. Und dann du findest den Zugang im ersten Level. Es ist ja so, oder? 2D-Game eigentlich, oder? Und du kannst immer so ein bisschen wählen, wo du durchgehst. Halt, so wie es im Metroid-Spiel am XAU ist, eben irgendwie oben irgendwie dir einen Weg suchst und so. Und dann hat es in den meisten Level hat's wie mehrere Ausgänge, wo dann in eine neue, die nächste Stage sozusagen kommst, oder? Wenn du jetzt irgendwie, du kannst, vom ersten kannst du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, Rampart oder, egal, es gibt Sümpfe, es gibt irgendwie so eine verlassene Totenstadt und so. Und von denen kommst du aus dem ersten Level direkt dorthin. Und ein neuer Zugang ist jetzt halt, musst du eine Treppe finden und dann kommst du zum Schloss von Dracula. Und dort kommt dann wirklich, knallst du erstens mal so einen richtig geilen Sound um die Ohren, wo, wenn die Castlevania gespielt hast, dann mega inspiriert von dem. Also eben, und wenn du mal dort bist, ist es wirklich wie ein Castlevania-Spiel, ne, schlussendlich? Also ich meine, es ist halt, Dead Cells ist halt irgendwie schon immer so ein bisschen wie Castlevania, oder? Also das Spiel ist immer noch das Gleiche. Ja. Es ist einfach Setting von dort. Du triffst dann gerade mal den Alucard, oder den Sohn von Dracula. Und der Simon Belmont, das ist der, den du ja spielst in den einen Castlevanias zumindest. Ich habe gar nicht so viel von denen gespielt. Ich habe nur 2, 3. Und dann gehst du dort
durch das Castle und den Tod kannst du schlussendlich umbringen. Und ich glaube, ich bin noch gar nicht so weit gekommen. Du musst dann, glaube auch mehrere Sachen machen, weil das Spiel ist ja voll so Geheimnis. Weißt du, irgendwie, dann hat es wieder irgendwelche Runen in der Wand, die nicht weiß, wie aufschlagen und so Zeugs. Hey, aber einfach, ich habe es mir wirklich mehr auch als Tipp, wer das noch gar nie gespielt hat. Man muss ja gar nicht das Castlevania DLC spielen. Man kann einfach wirklich immer noch das normale spielen. Das ist einfach das ist so ein perfektes Spiel. Dem kannst du wirklich fast nichts aussetzen. Weißt du, das ist ein guter Loop. Du kannst einfach gerade nochmal spielen, dann hat es dich halt, aber du hast meistens schon irgendwie wieder etwas freigeschaltet eigentlich. Und ich finde, es sind recht viel verbessert im Vergleich zu damals. Also ich finde, es ist ein bisschen einfacher geworden. Du hast jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt mehr Upgrades als früher. Es gibt jetzt auch, das hat es früher auch nicht gegeben, weißt du, einen Trainingsraum, du kannst verschiedene Outfits anlegen und so. Das eine habe ich gerade wieder müssen rückwärts machen, ich habe irgendwie so ein Outfit zu so einem Ritter angelegt, aber im Kampf, in der Hektik, habe ich mich noch selber nicht mehr wiedererkannt, weil ich mich so gewöhnt war, dass ich eigentlich anders ausgesehen und dann so, wo ist meine Figur überhaupt? Und dann, wenn du nicht aufpasst, ist 2 Sekunden, bist du einfach tot. Und ja, hey, aber Dead Cells wirklich immer noch saus gut zu spielen. Ich hoffe, dass es ein beliebter DLC ist und dass Konami auch merkt, dass Castlevania, dass da Nachfrage für Castlevania da ist, weil die Franchise ist ja an sich eigentlich recht tot seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wenn das letzte richtige Castlevania-Game ist rausgekommen. Es hat ja mal so einen Mobile-Port gegeben und jetzt hat es irgendeine Retro-Kollektion gegeben. Aber so ein richtiges neues Castlevania hat es schon lange nicht mehr gegeben. Und ich hoffe, das ist so ein bisschen der Funke, der jetzt das Castlevania-Feuer wieder zum Lodern bringt. Es gibt doch eine Serie auf Netflix, oder? Genau, Netflix-Serie jetzt auch gegeben, ja. Aber einfach keine neuen Games. Alles außer Games. Und natürlich die Pachinko-Automat, die Konami in Japan produziert und wo sie jetzt ihre Haupteinnahmen haben, so Glücksspielautomat. Aber richtige Games jetzt nicht gegeben. Okay. Das stimmt. Ja, du hast auch noch ein Game, das dir jemand empfohlen hat, nachdem du letzte Woche über so ein uraltes welcher Konsole ist das? Game Boy Advance, ist das gewesen? Das dein Kuri-Kuri... Ah ja! Kuru-Kuru-Kururin. Der lebende genau, Stab. Der Stab. Das ist wie so eine Katze. Wie so eine Katze würdest du... Kuru-Kuru-Kuru. Puss-Puss. Das ist etwas. Du hast jedenfalls ein Neues entdeckt. Ja, ein Neues, aber es ist ein altes Game eigentlich. Also eben letzte Woche, das Kuru-Kuru-Kururin war ein Game Boy Advance Game. Es war ein 2D-Game, das du von oben gespielt hast und du hast einen rotierenden Stab gespielt. Und das hat mich uhrensüchtig gemacht. Den Stab hast du so durch Levels müssen befördern und der Stab hat an der Wand nicht dürfen ankommen. So. Und das Spielprinzip, das relativ süchtig macht, eben du probierst es und dann stirbst und musst es nochmal probieren und dann kommst du eben auch in so einen Loop, wo du einfach nur noch einmal. So, und ich habe gesagt, es gibt irgendwie kein Spiel, das so ein ähnliches Spielprinzip hat und das finde ich verdammt schade. Und dann hat mir ein Zuhörer geschrieben, dass ich doch mal Duett auf iOS ausprobieren. Es gibt es aber auch auf Android, also auf dem Play Store. Und das Spiel ist nicht genau das Gleiche, aber so vom Feeling her geht es in die gleiche Richtung. Du spielst keinen rotierenden Stab, sondern rotierende Punkte. Es ist schon ist nicht auch sehr langweilig, aber es ist genauso stressig und macht hässig. Die Punkte rotieren durch einen Mittelpunkt und du spielst das Spiel, in dem das Handy im Portrait-Modus hält, also im Hochformat. Und du haltest mit beiden Händen und du hast einen rechten Daumen, einen linken Daumen. Und wenn du auf die rechte Seite drückst mit dem rechten Daumen, dann rotieren die Punkte gegen rechts. Wenn du auf die linke Seite drückst, rotieren sie gegen links. Das ist so das Spielprinzip. Und von oben kommen nachher mega viele Hindernisse. Und denen musst du natürlich ausweichen. Und es ist recht ein Mindfuck, weil die Hindernisse bewegen sich auch, die rotieren sich auch. Und du musst nachher in perfekte Rotation mit diesen Punkten irgendwie dort durchkommen. Und das macht mich noch hässiger als Kuru-Kuru-Kururin. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern den Domi im Büro angetroffen und er ist wirklich, hat dann so kurz das gespielt zwischendurch. Und dann habe ich dich etwas gefragt und du hast so den Kopfhörer rausgenommen, bist richtig aggressiv, hast du mir geantwortet, weil du das Spiel gespielt hast. Ja. Das hat dich so hässlich gemacht. Und lustigerweise, das Spiel wird ja so ein meditatives Spiel beschrieben, wo du kannst spielen und so in einen Flow reinkommen, dass du runterkommst, aber
ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist wirklich... Aber cool, aber es gibt anscheinend schon... 2013 ist das rausgekommen, ich habe das noch nie gehört. Ja. Aber wer auf rotierende Sachen steht, der wird der geht glücklich werden. Und falls ihr noch mehr Games kennt, wo man rotierende Objekte spielt, dann bitte schickt mir die. Ich probiere die gerne aus. Kommentiert im Discord, auf YouTube oder schreibt mir ein E-Mail, wie auch immer. Ich brauche noch mehr rotierende Spiele. Der Tommy wird jetzt geflutet, einfach mit Sachen, die einfach hässig machen. Sehr gut. Brauchen wir ein neues Segment für Tommy wird hässig. Roto-Tommy. Also, genau. Ja, dann wären wir schon am Ende vom Show. Ich weiss es nicht. Wir haben so lange Pause gemacht, dass ich gar nicht weiss, wie lange wir schon dran sind. Aber beim regulären Teil. Wie gesagt, ihr könnt gerne mitdiskutieren mit uns auf Discord. Und, oder uns ein Mail machen. Übrigens auf Discord... ich muss den rechtzeitig noch rausbringen, dann muss ich noch schnell arbeiten heute. Falls ihr es gerade dann hört, wo ich es rausgegeben habe, machen noch ein Quiz auf Discord, das Apex Legends Quiz. Wir haben eh viele Apex Legends Sachen. Wir haben auch noch den Playground am Samstag, wo wir schauen. Wann fängt er an? Der fährt am 12. Jahr. Finale vom Playground. Zuerst kommt das Grümpi-Finale, wo also die Amateurspieler sich werden bekämpfen und nachher ab der 2 oder 3 also ungefähr, fährt das Pro-Turnier an, wo wirklich die Besten von den Besten in der Schweiz gegeneinander werden spielen. Also es wird lustig. Genau, das wiederum streamen wir dann auf Twitch. Genau. So, und das Quiz gibt es nur auf Discord. Wir haben gefunden, wir machen mal etwas nur für die Discord-Community. Genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, tschüss für die, die nicht wollen, gespoilert werden mit The Last of Us. Und für alle anderen treffen wir uns gerade wieder mit der 9. Folge von The Last of Us. Ja, The Last of Us, es ist vorbei, wir haben es geschafft. Alle haben überlebt. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es jetzt gerade herausfinden. Luca, willst du uns wieder die Ehre erweisen, das kurz zusammenzufassen, was wir hier gesehen haben? Sehr gern. Wir sind in der 9. Episode Look for the Light. Der Regisseur war erneut Ali Abassi gewesen, und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass der gleiche Regisseur 2 Folgen inszeniert hat. Interessanterweise war die letzte Folge die kürzeste von allen gewesen, nämlich nur 43 Minuten. Wo sind wir angestanden? Joel und Ellie haben gerade erst den Horror von dem menschenfressenden Kult hinter sich gelassen und kommen jetzt am unerbittlichen Ende von ihrer Reise immer näher, nämlich der medizinischen Einrichtung von den Fireflies in Salt Lake City. Dort sind sie ja schon von Anfang an unterwegs, um die Ellie abzuliefern, wo allenfalls eine Heilung in ihrer DNA, ihrem Blut, was auch immer, haben. Und für das brauchen sie halt Wissenschaftler dort. Und ja, ich glaube, der Joel ist eigentlich wie so, gibt die selbsterfüllende Prophezeiung oder die Zusammenfassung von der Folge gerade am Anfang ab, nämlich bis jetzt ist überall, wo sie noch angekommen sind, irgendein Shit abgelaufen und genau so kommt's. Ja, aber bevor das Finale anfängt, haben wir ja so einen Backflash, endlich mal wieder einen Backflash und wir sehen etwas, was man nie gesehen hat in den Games, nämlich die Mutter von der Ellie und gespielt ist sie geworden, habt ihr aber sicher mitbekommen, von der Ashley Johnson. Wisst ihr, wer das ist? Ja, sie ist schon bekannt geworden, im Game. OG Ellie. Sie ist OG Ellie. Sie ist die Ellie im Game gespielt hat und es ist natürlich pure Poesie, dass die Game Ellie die Mutter der Serie Ellie ist und die Serie Ellie quasi auf die Welt bringt. Und wir sehen tatsächlich auch in diesem Backflash, wie die Ellie immun geworden ist. Das hat man im Game nämlich to date. Ich muss zugeben, ich habe The Last of Us 2 nie komplett durchgespielt. Irgendwo zwischendurch hat es mich ausgegangen. Aber darum frage ich Domi, Geld, man hat nie erfahren, wie die Ellie oder warum die Ellie genau immun ist. Nein, man hat es nie erfahren. Du hast nur im ersten Teil hast einen Brief von deiner Mutter gehabt, wo du in ihrer Wintersektion plötzlich als Ellie hast gespielt, hast in deinen Rucksack können schauen und dort hast du einen Brief gehabt von deiner Mutter, die gesagt hat, dir hängt zu halten, ist das Schönste, was mir je passiert ist. Leider werde ich nicht mehr lange leben und so weiter und so fort. Also die Hintergrundgeschichte, die hat existiert, aber sie hat es nie explizit so erzählt, wie sie jetzt gezeigt ist worden, ja. Gut, so, es ist ja dann gleich anders gewesen. Nimm nicht alles in dieser Szene, die etwas geschrieben hat. Ich meine, du hast jetzt da im Hintergrund. Jetzt in der Serie, ja, stimmt. Ja, ja. Ja, stimmt.
Das stimmt. Weil wir erfahren ja, dass eigentlich der Grund, warum die Ellie immun ist, ist, dass sie bei ihrer Geburt, also die Mutter ist bei der Geburt von der Ellie gebissen worden. Und so ist quasi die Infektion der Cordyceps über das Blut von der Nabelschnur zu der Ellie gekommen, aber offenbar nicht genug, um sie richtig, richtig infizieren, sondern quasi nur so Infektion light zu machen. Das heisst, sie hat zwar schon Cordyceps, wo in ihr gewachsen ist seit ihrer Geburt, aber nicht genug stark, um Kontrolle über sie übernehmen. Und vor allem der grosse Vorteil ist, dass wenn sie wieder gebissen wird, hat sie die chemische Botenstoff in sich hinein, wo Cordyceps, wo der Kunde sagt, dass sie ja schon infiziert ist und der darum gar nicht losleitet. Und das ist dann darum der Grund, warum sie immun ist. Und ja, ich weiß nicht, ist das, hat man die Backstory gebraucht oder ist das etwas, was eigentlich, ich sag mal, ein bisschen den Last of Us auch ausmacht, das Mysterium von der Ellie, warum ausgerechnet sie jetzt immun ist von allen Menschen? Ich habe es gefunden, dass... Ja, mach du. Ich hatte Backstory, oder für mich das Wichtige von Backstory war weniger gewesen, jetzt der Grund konkret, wieso das immun ist, also nicht das Easter Egg oder so eine nette Information nebendran. Aber ich habe das Flashback einfach cool gefunden, dass du nochmal gesehen hast, wie das Marlene sie kennengelernt hat und was dort die Geschichte war, dass sie mit der Mutter befreundet ist, ihr versprochen hat, dass sie auf sie aufpasst. Und das macht das, was dann am Schluss passiert, nochmal viel dramatischer, weil sie versprochen hat, ich passe auf sie auf, dass ihr gut geht und nachher halt die Entscheidung am Schluss trifft, wo ihr eigentlich das Leben könnte kosten. Dass er sie so lange kennt, natürlich. Ja. Und ich finde es einfach, es ist immer irgendwie gutes Mittel, einfach so Stilmittel auch, weißt, dass du nicht immer das Gleiche hast. Das hat auch wirklich schon ein paar Mal gut funktioniert. Mhm. Ich habe es auch da gut gefunden. Übrigens, das Haus hat auch genau so ausgesehen wie das Haus, das im zweiten Teil vorkommt. Ja, wirklich, daran denkst du, eins zu eins. Das ist sicher kein Zufall. Sonst generell, wie haben Sie gefunden, die Folge? Viel zu kurz. Ich habe sie nicht so gut gefunden. Also ich habe gefunden, es war okay gewesen, es hat mich jetzt irgendwie gestört. Aber im Vergleich zu den letzten oder zu anderen generell ist sie für mich jetzt recht abgefallen. Ich habe das Spiel ja nicht gespielt. Darum ich beurteile das wieder komplett auf Basis von der Serie, eigenständig. Und für mich ist sie so ein bisschen konstruiert gewesen, die Story zum Teil. Also ich weiß auch nicht. Weißt du, zum Beispiel dort, wo die Granate kommt und sie dann ausgenockt werden und dann nachher bewusstlos sind, das war wie so unlogisch für mich. Ich meine, die hätten auch einfach können sagen, Hände hoch. Also weißt, sie hätten nicht mehr so eine Granate schmeißen und so Sachen. Das hast du wie gemerkt, das ist so konstruiert, damit nachher die andere Situation entsteht, wo er irgendwie aufwacht und Ellie ist schon im OP und so Sachen. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so eine gute Folge gefunden. Und vor allem, das Ende hat mich so unbefriedigend zurückgelassen. Es ist für mich ein totaler Antiklimax gewesen. Es ist weder ein Cliffhanger, ein grosser gewesen, für die nächste Staffel. Das hätte ich auch noch irgendwie okay gefunden, weil es kommt ja eine. Es hat keinen Schocker gehabt. Also es ist nichts mehr passiert, was irgendwie jetzt mich geschockt hat. Und es ist aber auch kein Happy End. Also es ist irgendwie so gar nichts gewesen. Das hat mich so recht unbefriedigend zurückgelassen. Ich finde das so lustig. Ich habe das Gefühl, es ist schon so lange her, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Gleiche empfunden beim Game, wo ich das gespielt habe. Dass ich bin dort einfach voll in der Rolle von Joel und das ist geil, ich meine, ein Rache-Ding, da gibt es nichts, die Tochter, die rettest, die Menschheit, das ist mir scheißegal, oder? Da alle umladen, das war sehr befriedigend gewesen. Und du im Game erwartest, oder ich habe sogar ein bisschen erwartet, dass ich kann entscheiden kann. Das ist so vorher am Schluss, machst du nicht, hat mich dort überrascht im Game, dass das dir abnehmen. Und ich habe dann auch den Schluss so ein bisschen gefunden, es geht um die eben, am Schluss wird dann sozusagen der Joel holt sie dann vom Bett, wo sie eigentlich operiert sollte werden, oder? Weil sie müssen sie natürlich so operieren, dass sie es nicht überlebt, oder? Das ist ja eigentlich auch klar gewesen, oder nur so können sie irgendwie das Zeug rausholen, weil der Cordyceps-Zeugs-Virus halt im Kopf ist und so. Und eben er findet dann, nein, machen wir nicht. Und nimmt sie dann einfach mit und lügt sie dann halt an, oder? Und das ist dann noch die Diskussion am Schluss. Habe ich auch relativ so in Erinnerung gehabt, dass das im Game auch so ist. Tommy weiss es sicher genau. Ja, er lügt. Und ich habe es auch so ein bisschen... Ich habe es dort ähnlich gehabt. Es ist für mich auch so ein bisschen irgendwie cool, dass es nicht, also ist ein klar kein Happy End, oder? Mhm. Aber ich habe es auch so irgendwie so ein bisschen wie der Fisch noch Vogel gefunden. Ich habe es nicht irgendwie ein trauriges Ende gefunden. Also so habe ich es in Erinnerung damals, oder? Jetzt ist es wie... Ja, jetzt hast du es gewusst, anders, weil ich es ja schon gesehen habe. Ja. Aber ich habe von Art schon ein bisschen ähnlich empfunden. Es ist so. Oder wie haben das ihr gesehen, der Luca oder der Domi? Ich habe es eigentlich recht ein befriedigendes Ende gefunden, weil es so recht viele Sachen offen gelassen hat
und weil es zur Grundstimmung gepasst hat, dass nicht mit einer guten Laune das Spiel beendet, sondern dass es ist jetzt gerade etwas Schlimmes passiert und der Joel entscheidet sich, mit einer Lüge zu leben, mit der Ellie. Und, ich finde auch, man merkt, dass ich glaube, als sie das erste Game geschrieben haben, haben sie wie nicht daran gedacht, dass es einen Nachfolger wird geben. Und ich finde, man merkt es am Ende an. Also es ist jetzt so, wie der Samuel gesagt hat, oder kein Cliffhanger, wo du wissen willst, fuck, wie geht es weiter. Sondern es ist einfach wie eine Geschichte, die jetzt fertig ist mit einem ziemlich unbefriedigenden oder mit so einem Finale und letzten Satz. Spektakulär vielleicht. Ja, genau. Ich finde, das merkt man schon auch an. Und ich habe eigentlich auch erwartet, dass sie vielleicht nochmal beim Ende etwas hinzufügen, dass die Leute ein bisschen mehr Lust bekommen, weiterzuschauen. Es, definitiv, es funktioniert anders in der Serie, als sie im Game funktioniert hat für mich. Ja, es ist, glaube ich, wirklich die Laufzeit. Also ich finde es noch interessant, ich habe heute mit dem Simon noch kurz darüber geredet. Er hat gefunden, sie sei zu lang gewesen. Was? man hätte das, was gekommen ist, auch in 20 Minuten können erzählen. Ich habe das Gefühl, nein, mir ist es eigentlich einfach schnell gegangen. Das ist eine komische Entscheidung, dass es andere Episoden gab, die viel länger waren. Oder Story Arcs. Ich denke jetzt dort an mit dem Henry und Sam. Das ist auch eigentlich, die Story Arc ist auch auf zwei aufgeteilt gewesen, um dieser Gruppe dort. Ich vergesse immer, wo das ist. Kentucky Kansas. City, keine Ahnung. Kansas City, ist das Kansas City? Genau. Um der ein bisschen mehr Gesicht zu geben, hat man der ein bisschen mehr Runtime gegeben. Wir haben Bill und Frank Episoden gehabt, wo über eine Stunde gegangen ist und so. Also offenbar hat man ja, durchaus können mehr erzählen, als das Game hat. Und vor allem nutzen die, das ist ja die grosse Gelegenheit, nutzen, dass man tatsächlich eine Serie hat. Man muss nicht alles aus der Perspektive von Joel erleben. Im Game hast du 90% aus Sicht von Joel, außer wie so ein, ich sage dem, ein Bonus-Level, wo du mal aus der Sicht von der Ellie spielst. Und in der Serie kannst du all die verschiedenen Perspektiven reinnehmen. Selbst innerhalb von einer Episode kannst du, wenn der Joel irgendwie etwas macht, kannst du in dieser Zeit sehen, was sieht Ellie und so, oder? Und das hat man in dieser letzten Episode einfach absolut gar nicht genutzt. Man hat wirklich sehr schnell, sehr, sehr zu einem Ende gekommen. Also ich habe es auch komisch gefunden, die Dynamik am Anfang. Also komisch. Nein, eigentlich total schön. Oder am Anfang, nach dem Backflash, kommt man wieder in die Gegenwart und man hat die Dynamik zwischen Joel und Ellie, die sich verändert hat. Am Anfang ist der Joel immer der, der ein bisschen so grummig gsi, weißt so grantig und nicht kaum geredet hat und Ellie die rundum. Und da ist jetzt genau umgekehrt gsi. Das ist der Joel, wo sie versucht, ein bisschen aufzumuntern und so, weil er weiss, sie ist jetzt total geschockt von dem, was gsi ist und vielleicht spürt sie auch, dass ihre gemeinsame Reise vielleicht zu einem Ende kommt und ist ein bisschen melancholisch und er versucht, sich ein bisschen so aufzupäppeln und dann kommt die Szene auch, wo er sich mega auftut, ihr gegenüber, oder? Und sagt, wo es darum geht, hey, wer hat denn die Narbe gemacht, oder? Und dass er sagt, ja, ich habe sie gemacht, ich bin der, der verschossen hat. Ich wollte Selbstmord machen und habe es dann nicht gemacht. Und Ellie sagt, hey, ja, in dem Fall heilt die Zeit alle Wunden. Und der Joel schaut sie an und sagt, nicht die Zeit hat meine Wunden geheilt. Und das ist ein, wissend, wie es weitergeht, ist für mich im Herzen so, so 10.000 Splitter, so, oh Mann, ich habe nicht Kraft, ich weiß nicht, ob ich Kraft habe, um das anzuschauen, um weiterzuschauen. Aber es ist irgendwie, so schön die ganze Szene auch war, hat es wirklich ein bisschen crushed gewirkt, oder so. Ja. Wir sind jetzt von der ganzen Episode vorher, wo er mehr oder weniger im Bett gelegen ist, so, es ist irgendwie jetzt doch schnell gegangen. Ich finde, die Episode hätte vielleicht auch funktioniert in dieser Länge, wenn man vorher noch vielleicht ein, zwei Episoden hätte gehabt, wo man Ellie und Joel ein bisschen näher lassen kann. Es ist irgendwie ihre Beziehung. Ich habe mal einen Kommentar gesehen, der gesagt hat, das finde ich ein bisschen extrem, aber so ein bisschen in die Richtung geht es. So, ihre Beziehung ist viel mehr zwischen den Episoden vorangeschritten als in den Episoden selber. Also du hast immer wieder zwischen den Episoden ist irgendetwas passiert und der nächste hast du gesehen, okay, die Beziehung ist ein bisschen anders geworden. Du hast immer wieder die grossen Schlüsselmomente gehabt, wo sie näher gebracht haben, aber so ein bisschen die Zeit, die du mit denen verbracht hast im Game, das war so lang gewesen. Du hast so viel mit diesen zwei erlebt. Sie haben sich immer wieder geholfen aus x Situationen. Deswegen das ist wie die Bindung zwischen diesen zwei ist halt im Game viel, viel besser rübergekommen, als jetzt in dieser 9-Episoden-Staffel war. Und darum habe ich wie das Gefühl, hat das Ende für mich nicht ganz so funktioniert, wie ich es erhofft hätte. Das ist, glaube ich, wirklich das, lustig. Ich habe das ja fast in allen Folgen vor immer habe ich das Problem gehabt. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ich bin da mega schnell im Rage-Modus. so, da haben sie irgendwie
die Bösen nehmen das sozusagen etwas weg und ziehen und sagen dir, du kannst das jetzt nicht machen, weil du kannst, die Situation ist, wie sie ist. Da finde ich schon, durchladen. das geht gar nicht. Da kommt gerade das Game bei mir durch, da muss man alle bei den Haufen schiessen. Aber ich muss schon sagen, das steht dann auch, was für mich die Serie endgültig so eigentlich zu dieser klassischen Zombie-Serie geworden ist. Ich habe mir schon überlegt, ob es das besser anbringen. Das ist ein bisschen subtiler, ein bisschen realistischer, weil am Anfang, wenn es mehrmals betont, dann hat es einen Zombie und es hat irgendwie zwei, drei Gegner und da tötet er einfach geschwind 50 bewaffnete Militärs. Ja, und einfach, gefunden, im Game ist es exakt gleich. Und das hat, dort war es schon anstrengend, weil es so viele sind. Aber da ist einfach so, okay, komm, fuck it. Einfach alle Realismus aus dem Fenster rausschmeißen und jetzt ist einfach jetzt Killing Spree. Ich habe auch gefunden, und, ja. Das ist mega so im Vergleich vor allem, oder? Weil vorher sind es ja recht viele Kämpfe, die recht realistisch waren. Zum Beispiel dort, wo sie in Kansas wo er angegriffen worden ist, von den zwei Leuten oder so. Das ist ein mega Kampf gewesen, den du so miterlebt hast und ist überhaupt nicht einfach gewesen und so weiter. Also der ist viel mehr unter die Haut gegangen und jetzt da schiesst er irgendwie 20 Leute über den Haufen und es wäre nichts und es ist voll easy. Er wird nicht mal getroffen, nichts. Nein, nichts. Wirklich, einfach, ja. Ja, für mich so. Schön inszeniert schon, ja. Mit der Montage, mit der Musik. Mit der Musik du hast Dramatik mega gespürt von der Szene, wo Slow Motion und so. Wo da passiert. Und du hast gespürt auch, dass es wirklich ein speziell, ein krasser Moment ist, wo der Joel, ich sag mal, er hat ein gutes Herz, aber wie sie, so platonisch, also so klischiert, wie es tönt, er ist vielleicht nicht zwingend ein guter Mensch. Er hat ja auch schlimme Sachen gemacht im Leben und auch da macht er wieder schlimme Sachen. Die einen legen die Waffen am Boden und sagen, waffenlos reiben ihre Hände und der Joel schiesst ein Knallherz ab, oder? Also das sind schlimme Sachen, die passieren und das ist dramatisch, oder? Und das hat man da, finde ich, sehr gut übergebracht. Aber ja, auf der anderen Seite dann hat man ein bisschen die eigene Regel, die wir in der Serie aufgestellt haben, wo gesagt, wir sind kein Game, wo er 20, 30 Leute verschießt, sondern wir sind eine Serie, wo er es mit 2-3 Leuten schon mega viel, eigentlich mega viel ist und er in der Unterzahl ist, hat man dort halt wirklich ein bisschen über den Haufen gerührt. Und das kann auch ein bisschen so, haben sich die Regeln plötzlich geändert. Ja, eine andere Szene, wo ich aber, so sorry, 5 Leute weniger hätte es vertreibt. 5 weniger. Ich kann noch schnell eine Szene noch anreisen vorher, die für mich dafür wieder total funktioniert hat. Habe ich aber gesehen, die Reaktion hat auch nicht für alle gleich funktioniert, nämlich die Szene mit den Giraffen. Habe ich mich schon lange. Die habe ich super gefunden. Die haben mich letzte Woche gefragt, was echt für Tier vorkommt. Auf das wäre ich nicht gekommen. Das sind mega ehrlich, ich super gefunden. So geil. Nein, die Szene habe ich auch sehr geil gefunden. Und ich habe mir aufgeschrieben, hey, sehr gute CGI bei Giraffe. Sieht wirklich recht geil aus. Hey, ich genau gleich. Und dann ich bin nicht 100% sicher, ich habe geschaut, ich habe gefunden, es sieht ein Fake aus vom Beleuchtung. Ich habe mich aber dann gefragt, aber das Fütter ist so echt. Und ich habe an ihrer Reaktion habe ich dann das Gefühl gehabt, irgendwie tendiere ich zu echt, weil einfach sie reagiert so gut spielt die nicht. Und sie ist dann wirklich auch echt gewesen. So lustig, ist es echt gewesen? Haben sie echt eine echte Giraffe? Ah, verreckt. Ja, genau. Aber also im Making-of die Beleuchtung, die wir ja schon mal gesagt haben, oder wieso das etwas fake aussieht, sind ja Giraffen gewesen, die einfach vor so blauen Wänden stehen und von dem her ist Beleuchtung ist nicht 1:1 so gewesen, wie es im echten Leben in dieser Situation hätte ausgesehen. Und darum hat es ein bisschen fake ausgesehen, aber es sind tatsächlich echte Giraffen gewesen. Ja. Genau. Das ist genau perfekt zusammengefasst. Alles an dieser Szene ist unecht. Also Giraffe ist das einzige Echte in dieser Szene. Ja. Selbst dort, wo sie stehen, die Wand, alles blau. Und das ist genau wieder das mit dem Lightning. Oder du hast das Gefühl, irgendetwas stimmt da nicht. Und du hast im ersten Moment das Gefühl, Giraffe, weil es muss ja, es wäre das Einfachste, du kannst ja, Giraffe musst animieren und so. Und das, aber tatsächlich ist es genau umgekehrt, der Effekt. Aber es ist genau das, dass dein Hirn irgendetwas registriert, stimmt nicht ganz. Etwas so geht lustig. Nicht ganz auf und das lässt dich nicht los. Und es bringt dich sogar zu einem absurden Gedanken. Wie das Einzige, was eigentlich echt ist in dieser Szene, ist CGI. Oder? Ja, gut, die nachher sind sicher. Die in der Distanz gesehen sind, vermutlich CGI. Weil ich habe mich eben auch gefragt, wie kompliziert ist das logistisch mit einem Giraffe und so. Und sie haben dann aber wirklich auch den müssen, also ich habe es nur kurz in einem Ding gesehen, aber halt einfach auch ein bisschen daran gewöhnen, also der am Ort steht irgendwie dort und dann das füttern. Und sie hat dann auch gesagt,
Schauspielerin da, Bella Ramsey, wie sie heisst, das ist noch wirklich also ein mega spezieller Moment. Ja. Und ich finde wirklich, ich weiß nicht, ob sie das hätte so gut spielen. Ich finde, das Lachen und so, das hat so, gut gewesen, ja. so echt gewirkt, dass ich dann auch wirklich das Gefühl habe, dass man muss verschreckt. Ja, ich glaube, das ist geil, wenn du einfach einen Giraffe gespürt und dann mit seiner 20 cm langen Zunge da irgendwelches Gras aus deinen Händen frisst, das ist einfach geil. Oder? Ja, das ist so... Ja. Auch der letzte wirklich, oder vielleicht sogar der einzige pure, schöne, pure Moment, wo Joel und Ellie zusammen vergönnt ist, glaube ich. Weil nachher ist ja Kacke sowas von am Dampfen und vorher ist ja eigentlich auch immer nur auf der Flucht gewesen. Das ist wie so, das macht, finde ich, macht es auch so herzzerreißend. Das ist irgendwie so das einzige Mal, wo die Welt in Ordnung ist, oder? Mir würde noch wundern, ist es euch aufgefallen, also ohne jetzt die zweite Staffel zu spoilern, aber es ist eine Person im Krankenhaus angedeutet worden, wo in der zweiten Staffel bzw. im zweiten Game eine größere Rolle wird spielen. Man sieht es anhand von Frisur ganz kurz, dass jemand wegrennt und es ist wahrscheinlich die einzige Person, die Joel nicht erschossen hat in diesem Krankenhaus. Du hast das... Aber du hast die Person erkannt? Nein, also es ist einfach, ich habe gesehen, okay, wieso ist jetzt noch eine Person dort drinnen gehabt, die Joel nicht verschüsst und wo wegrennt. Und dann war eine riesige Diskussion auf Reddit gewesen. Hey, schau, die Frisur, das ist eindeutig, das muss die Person aber sein, wo er später in der zweiten Staffel vorkommt. Also es sind zwei, die dort bei dem Operationssaal sind, die überleben. Ah, okay, nein, meine nicht die, genau, bevor das in die Operationssaal kommt. Ja. Weil dort ist einfach eine, dort ist auch so ein Easter Egg, das ist auch die Schauspielerin von einer Person aus dem zweiten. Ja, genau. Das habe ich einfach gesehen, das andere habe ich nicht gewusst. Ja. Okay, das habe ich auch nicht gewusst, ja. Ja. Aber hey, ich habe übrigens noch eins dort, wo ich wundern genommen habe, wie das im Game ist. Und zwar, dass da du dort Ellie relativ klar sagen, bevor das Ganze losgeht, sie ist eigentlich bereit für das. Ja. Klar, sie weiss nicht, dass sie stirbt, aber einfach, sie sagt, doch, ich meine, sonst hätte es sich nicht gelohnt, das ganze Zeug zu machen, darum bin ich bereit. Und das habe ich eben das Gefühl, weil im zweiten Game ist das ein grosser Teil vom Streit zwischen Ellie und Joel, oder? Einfach, dass er es eigentlich gemacht hat, ohne sie zu fragen, oder? Das ist, mit dem fängt das Game gerade an. Meinst du, ist das ein bisschen so ein Foreshadowing? Das habe ich jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, ob das im Game war, aber es ist natürlich der ganze, eben, sag mal, du hast gesagt, du hast das ein bisschen konstruiert gefunden, dass es auf so einen Moment hinausläuft. Aber ich glaube, eben, das ist halt, weil im Game ist der Aufbau einfach viel, viel gradualer, viel, viel organischer, sage ich mal. Und vor allem ist die ultimative Frage am Schluss genau das, wo vielleicht das Game wie so nochmal einfach eine Stufe aufgetan hat, quasi, dass du als Spieler, du spielst ja den Joel, du tust dich mega mit ihm identifizieren und die grosse moralische Frage, die da gestellt wird, ist, wenn du als Vater, willst du deine Tochter opfern, um die ganze Welt zu retten? Das ist natürlich eine hammerkrasse Frage. Und es nimmt mich wunder, was der Phil als Vater dazu sagt. Nein, dann müssen alle sterben. Das ist glaube ich bei allen so. Ja. Das ist einfach, vor allem in dieser Welt. Ja. Wer dort noch überlebt, sind nur noch die Halunken. Ja, das ist nicht so. Hey, die Leute überleben, die haben sich arrangiert. Ich meine, chillen. Ja, was ich wollte sagen, ist natürlich, das ist der Reiz, dass die Situation muss so kommen, weil dann sonst kannst du die moralisch die krasse Frage nicht in den Raum stellen. Das ist die dich soll beschäftigen bis auch nach dem Game oder auch wenn du fertig bist mit dem Game. Das soll das sein, was dir bleibt, sozusagen vom Game. Das ist die Pointe vom ganzen Game. Und das finde ich halt etwas unheuer Mächtiges. Ja. Für mich ist es relativ klar in die andere Richtung gegangen. Ich habe dann so gefunden, ja, okay, aber also sie ist eigentlich bereit und er hat irgendwie... Es ist ja auch nicht seine Tochter, muss man einfach mal sagen. Also er hat sie jetzt einfach ersetzt. Also nicht ersetzt, aber er macht sie einfach zu seiner Tochter, blöd gesagt. Und ich finde es am Schluss, also für mich ist es eine extrem klar egoistische Handlung. Also er macht es auch nicht mal für Ellie. Es geht nicht mehr darum, um Ellie zu schützen, sondern es geht einfach darum, dass er wieder eine Tochter hat. Und darum dass er das Trauma nicht nochmal muss erleben, dass er eine Tochter verliert. Ja, genau. Also es geht eigentlich einfach um ihn und dass er sich behalten und genau, das Trauma nicht nochmal muss erleben. Und darum finde ich es eigentlich schon sehr ein egoistischer Killing Spree, wo er anfängt. Das ist im Fall eben, das ist eigentlich noch das Lustige daran, dass wenn du das Game spielst, nimmt man es ein bisschen weniger so wahr, weil man die Person selber spielt. Aber das ist im Fall auch genau das Ding, wo man, glaube ich, schon auch durchbringen wollte, wo ich beim Spiel jetzt auch nicht so empfunden habe. Weil eben, du spielst es selber und das ist einfach ein Game und das ist mir dann einfach egal und du bringst alle um, oder? aber ich glaube, das ist eigentlich auf eine Art die Message gewesen. Joel ist eigentlich ein Arsch.
Und das ist ja eigentlich, okay. Also mega viele Leute nehmen Zeit. Weil du gesagt hast, im Game 6 nicht so klar gewesen, dass Ellie das überhaupt wählen. Nein, das nicht. Das hat schon recht viel geändert, oder? Weil da bist du wirklich so, also habe ich den Eindruck bekommen, mal, wenn sie jetzt das könnte entscheiden, dann würde sie sagen, ja gut, ich tue mich opfern. Und wenn das aber das schon es hat ja niemand gefragt. Also, ja, das ist ja wie jetzt absurd. Ja, oder nicht halt Firefly, sie haben sie ja gefragt, wo ist die Opfer? Sondern sie haben sie einfach auf den Operationstisch gelegt und haben es wollen machen. Und niemand hat sie gefragt, was willst du eigentlich? Oder wie siehst du das? Ja. Das ist jetzt das Perfide dran irgendwie. Also, Luke, ich meine nur, er ist ein Arsch. Weißt, wenn man das so ganz distanziert beobachtet, dann ist er schon, er metzelt alles nieder. Er kennt nur sein eigenes Ding und vielleicht die zwei, die ihm nahe stehen. Und sonst ist er einfach gnadenlos, rücksichtslos und eben am Schluss auch selbst gegen ihr gegenüber. Und eben, ich habe das wirklich selber gar nicht so empfunden, aber ich glaube, es ist schwierig, seine eigene Spielperson sozusagen unsympathisch zu finden, oder? Das ist auf eine Art auch mein Problem gewesen, im zweiten Teil. aber das diskutieren wir dann, wenn dann die zweite Staffel kommt. Weiss man da ehrlich gesagt schon etwas terminmäßig oder so? Nicht, dass ich wüsste. Nur die Ankündigung, dass es kommt. Aber okay, ja, klar, es ist natürlich eine unheimlich egoistische Handlung, aber ich glaube, man hat schon durchbringen, dass einem bewusst ist, eben, es ist Stelle, ist nicht tatsächlich am Joe seine Tochter, aber mittlerweile hat er sowas, wo als spätestens, wo er sagt, nicht Zeit hat meine Wunde geheilt, sondern du hast meine Wunde geheilt. Dass quasi wie so das Gefühl ist, so, hey, Ciri hat damit angefangen, dass er eine Tochter verliert, sie soll auf keinen Fall auch so aufhören für den Joel, oder? Die Geschichte, das wäre wie, er ist schon so kurz vor dem Selbstmord gewesen, wo er die erste Tochter verloren hat, wenn er die zweite verlieren würde, das definitiv das Ende bedeuten. Und in dem Moment hat er einerseits eine totale Kurzschlussreaktion, aber ich glaube eine, wo wir alle, wenn irgendwo durch auch total verstehen können, ich würde wahrscheinlich sogar gleich reagieren, wenn das meine Tochter wäre. Ich tippe eher sogar, ich würde eher so wie der Joel reagieren, als würde ich sagen, ja, ich rette die ganze Welt für meine Tochter. Das ist fucking krass, Mann. Oh, das. Also. Ja. Man könnte sie ja fragen. Ja, es ist eben nicht mehr gegangen. Aber das ist vielleicht eben der konstruierte Teil, wo du sagst, okay, weil es hat ja müssen irgendeine Dramatik haben, oder? Das ist aufgegangen. Ja, also, das waren 9 Folgen gewesen und in etwa 2 Jahren können wir dann die zweite Staffel besprechen. Aber ich glaube, wir sind da schon genug lang. Und ich muss ja noch arbeiten heute Abend, darum ich muss die Folge noch produzieren heute. Domi, Luca und Samuel, danke fürs Mitmachen. Euch natürlich allen fürs Zulassen. Und wie gesagt, könnt gerne mit uns mitdiskutieren, wie es ihr gefunden habt, der Last of Us auf Discord. Wenn wir zu viel diskutieren, müssen wir vielleicht noch einen separaten Spoiler-Ordner aufmachen. Channel. Und genau, sonst könnt ihr es auch gerne mailen und ja, wir sehen uns, hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.